Oh, im Flugmodus, im Flugmodus. Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es wird ein guter Tag, Baby. Yeah. Jawohl, Digga. Fit durch den Plus, durch den Zack Plus Weight Gainer. An meiner rechten Seite B. Gegenüber Achim, der Entertainer. Er macht direkt einen Track. Let's keep ready to mumble. Mumble in the jungle, Baby. Let's get ready. Was geht ab? Mann, Bruder, das hat aber lange gedauert. Hat sehr, sehr lange gedauert, aber wir haben es endlich geschafft. Wir haben es geschafft. Ja. Was lange währt, wird gut, hoffentlich. Hoffen wir es. Ach, wie geht's, Bruder? Ja, super, und selbst? Alles okay? Ja, klasse bei euch, alles gut. Sehr gut. Ja. Alles gut in Beirut. Der erste Comedian, den wir haben? Nein, Felix Lobrecht. Ja, richtig, natürlich. Sadowax war ja auch. Sadowax. Sadowax, ja. Aber der ist nicht so, der ist ja mehr so Synchro, ne? Ja, aber ist ja Comedy, was auch Comedy, so. Ah, auf jeden Fall. Flair. Ach, hier haben wir jetzt am Start. Ja, Mann, geil auf jeden Fall. Ja. Warte mal, einen haben wir vergessen. Cynic. Okay. Cynic ist auch, ja, Cynic, stimmt, ja. Ist auch Stand-Up-Comedy. Der macht ja auch so, also mehrere Sachen, ne? Der macht mehrere Sachen. Der macht Schauspieler, Comedy, Rapper. Richtig. Ja. Reaction auf YouTube macht er auch. Ich habe eine Zeit lang jetzt das Gefühl gehabt, dass man von ihm nichts mitbekommen hat. Oder war ich das nur? War der weg vom Fenster? Stimmt. Cynic, ja, war, ich habe ihn ganz selten noch gesehen. Hm. Also okay. Auf YouTube habe ich auch mir immer nur die Dinger da angeschaut, hier, wo er auf dieses Gerichtsverfahren da reagiert. Ja, ja, stimmt. Ja. Diese Sachen habe ich mir mal angeschaut von ihm. So, stimmt, stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall dicke Grüße an alle. Auf jeden Fall alles gute Jungs, alles gute Leute. Applaus für Comedy. Wir haben auch... wir haben auch den Bruder Carlitos eingeladen gehabt. Ja. Hat zeitlich irgendwie alles nicht geklappt, aber holen wir bestimmt auch nach. Auch schönen Grüße an Carlitos. Yes. Wo schaue ich hin? Da war. Ja, Mann, das ist deine Kamera. Auf jeden Fall. Ich habe einen langen Witz vorbereitet. Langwitz. Los. Langwitz. Oh, Mann. Ja. Sollst du einen Mic-Drop machen? Ja, der bot mir immer aus, ich werde mir einen neuen Job suchen. Ich werde jetzt Stuntman bei Sex sehen. Oh. Dieser Junge, er ist einmalig einfach. Einmalig, ja. Na, ja, Bruder, du bist schon lange dabei. Was diese Comedy-Sache angeht. Jo. Wie lange? 7, 8 Jahre so? Eigentlich, nee, länger. Noch länger? Ja. Ich habe so, ich glaube, Ende 2013 habe ich so die ersten Dinger gemacht. Ende 2013? Ja, so auf Facebook. Ja, okay. Ja, ist schon eine ganze Weile. Naja. Aber du hattest so On-Off-Beziehungen mit Comedy, ne? Du warst eine Zeit lang weg, dann wieder da. Ich bin jetzt, glaube ich, eher off. So die zur Zeit off, ja? Ja, ja. Woran liegt's? Zeit. Ich glaube, zu gemütlich geworden. Wirklich? Ja, ja. Einfach keinen Bock mehr, oder was? Nicht keinen Bock, so Bock schon, so, aber man ist halt so faul, sag ich mal. Wirklich? Man hat schon Lust, Motivation ist da, aber... Hm. Meint ihr, das ist alterbedingt? Ich glaube auch, bei mir, ja. Bei manchen Sachen, weil ich sehe das so beim Sport, damals so die Tasche, das hat geglüht, heute muss ich den Arschtritt geben. Das ist bei mir genauso. Ja, könnte sein. Na, was ist mit geschäftlicher Hinsicht und finanziell und so weiter? Spielt das eine Rolle? Es spielt schon eine große Rolle, natürlich so, aber ich sag mal so, ich habe meine Einnahmen, sag ich mal so. Also ich bin jetzt nicht reich oder sowas, ich habe meine Einnahmen, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann meine Familie ernähren, so, das war's. Durch die Comedy-Sache? Ja. Okay. Also ich habe, ja, ja. Ja, das ist auch in Ordnung. Also dann ist das nicht so, dass du enttäuscht bist, so quasi, dass da nicht genug Geld rumkommt und sagst, ey, lohnt sich nicht, ich habe keinen Bock, ich mache lieber andere Sachen. Es könnte natürlich gerne mehr sein, ne, aber wie gesagt, es reicht so, man soll ja nicht gierig werden. Weißt du? Okay. Also du bist schon so ein bisschen so mehr oder weniger Anfangsgeneration von diesem ganzen Kanacken-Sketches und Comedy und so, diese ganzen Geschichten. Ich will es nicht nochmal wiederholen, aber wir haben es gestartet. Ihr habt gestartet? Ah ja, ich kenne nichts, was vor und dabei. Wir haben 2006 oder 2007 die ersten Sketches rausgebracht. Ehrlich, diese ganze Comedy-Kacke, das waren damals Werbeclips, die gibt es immer noch bei YouTube. 187 Street Tape, Werbeclips einfach eingeben. Warte mal ganz kurz, ich habe bei mir auch 2006 die ersten Sachen bei YouTube hochgeladen. Dann gehörst du zu uns. Applaus für uns auf jeden Fall. Aber die kann ich auch jedem warmherzig empfehlen. Hat der Onkel B was Großartiges geschaffen. Das waren mega lustige Skits, immer so Straßenskits auf der Straße gedreht und sehr lustig. Ich weiß, wo, bei einem. Findet man das noch? Ja. Auf YouTube gibt's das noch, okay. Ja. Ich hab mal irgendwas von dir, glaube ich. Ist das? Lass mich nichts Falsches sagen. Ich glaube, in der Unterwäsche oder sowas? Fitness meint er, 100%. Nein, das war später. Das war die Verarschung von den 80s Fitness. Ach so, okay. Die Leute haben das auch völlig missverstanden. Die dachten, wir haben damals so ein Fitnessvideo gemacht, einfach nur so, um pseudowitzig zu sein oder die aktuelle Fitnessszene zu verarschen, weil das kam 2014 raus. Der Song war von 2007. Der kam 2007 das erste Mal auf einer Compilation raus. Und wir haben einfach irgendwann später, weil wir keinen Deal bekommen hatten damals, haben wir einfach aus Just und Dollerei dieses Fitnessvideo gedreht. Und eigentlich haben wir uns ja lustig gemacht über die 80s
80er Jahre, weil die ganzen Fitnesspumper in den 80s, die sahen ja wirklich so bescheuert aus. Die haben ja so wirklich so enge Hosen angehabt und diese Hulk Hogan Schnurrbart und dann diese Stirnband und so, weißt du? Diese Armbänder und weiß ich was. Ja. Unfassbar. Just for fun. Ja. Ja, aber das waren damals so kleine Clips. Der letzte war auch mit dir. Da kam er dann irgendwie so, das war immer dasselbe Muster. Mein Street-Tape kommt bald raus und Leute laufen auf der Straße oder quatschen irgendwas oder zocken so in Hinterhöfen und so weiter. Und da kommt immer so ein Junkie so, der will sich immer das Mixtape downloaden und dann kommt einer und boxt ihn und sagt, er soll es kaufen und so auf Kurzfassung, okay, auf okay, dumm okay. so. Einfach so kleine Comedy-Sketches gemacht, weil wir dachten, das ist doch irgendwie ganz cool, dass auch mal, weißt du, dieser Kanackenbereich auch mal in diese Ebene mal reinkommt. Seit wann bist du mit dieser Comedy-Sache überhaupt so verbunden? Was waren die ersten Sachen, die du selber gesehen hast, Inspirationen so mäßig? Boah, es war viel, also viel, ich habe viele Filme früher geguckt, so Serien, was weiß ich, alles so, das hat mich so ein bisschen inspiriert. Dann, sagst du mal ein paar? Filme? Ja, die ganzen alten Eddie Murphy-Dinger, dann 80er reden wir. 80er, ja genau, 80er, 90er, so. Mein Lieblings 80er und 90er Comedy, Werner für mich. Werner? Ja. Ja, Werner, das muss kesseln, ne? Unfassbar. Am besten ein Fußballspiel mal gleich am Anfang. Boah, ich kann mich aber an gar nichts mehr erinnern, ne? Ich habe die Dinger, frag mich nicht, wann also ich das Werner ist immer halt Werner so, kenne ich ja noch. Dann ist immer meistens einer der König da, die sind ja immer auf Montage und bauen immer Mist. Ja. Ja, genau, aber ich kann mich halt an nichts mehr erinnern. Für damals war das ganz okay. Ja. Ich habe mir letztens dieses Fußballspiel angeguckt. Das ist wirklich meiner Meinung nach die witzigste Szene von allen Werner-Sachen, ist dieses Fußballspiel von Teil 1. Und ich sag dir ganz ehrlich, es ist nicht gut gealtert. Ich habe nicht einmal gelacht, Bruder. Ehrlich? Dann geht's mir anders. Wenn ich mir Otto angucke, Otto der Film, der ist immer noch genauso lustig wie damals, finde ich. So, also es gibt ganz wenige Sachen aus Deutschland, die mich begeistert haben, muss ich dazu sagen. Ich war mehr so wie du wahrscheinlich, mit Ami-Stand-Up und so. War auch eine Seltenheit in meiner Generation, ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber also hat ja keiner Englisch verstanden. Ich bin spät auf diese Ami-Stand-Up-Dinger gekommen, so. Durch Def Comedy Jam, ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist das Beste aller Zeiten. Also Def Comedy Jam, bist also ziemlich spät darauf gekommen. Aber davor halt wirklich immer nur Filme und so. Ja. Serien hier, eine schrecklich nette Familie und weiß ich was alles. Bandi, so, ja. Sitcoms. Ja, natürlich. Sitcoms, eine Bombe. Ja. Aber wir haben damals Def Comedy Jam und so weiter tatsächlich gesehen. Ich war in meinem Bezirk, glaube ich, der Einzige, der sich Stand-Up reingezogen hat. Aus Amerika, weil meine Kumpels alle kein Englisch konnten. Die wussten nicht, wie man PC anmacht damals. Alter. Also wo wir angefangen haben mit Rap und so. Ja. Sag mal jetzt deinem Freundeskreis, die sollen für dich Fitner, sag ich, Promotion machen im Internet. Die wussten nicht mal, wie das angeht. Was ist Windows? So, ein auf den. Und soll ich ans Fenster gehen oder was? Ja, so ein auf den. Windows, geh ans Fenster. Und die Amis, die waren schon so Hightech. Und wenn du dir dann die deutsche Szene angeguckt hast, Rest in Peace, Mirko Nonchef und so, die, einige Leute haben das ganz gut gemacht. Ja, er hatte ja Samstag Nacht, krass, Digga. RIP war ein Langwitzer übrigens. Ja, ich weiß, ja. Ja, Mann, krass, auf jeden Fall. Also, ein paar Leute haben es gut gemacht. Ein paar Mittermeier-Jokes waren in Ordnung. Ein paar, hier dieser Typ, der immer so eine Frisur gehabt hat, der immer über Sex gequatscht hat hier. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Alter. Ingo Appelt? Nein. Ja, ich glaube schon. Also, ein paar Jokes waren gut, aber man hat sich hingesetzt, hat 60 Minuten geguckt, hat 5 Minuten gelacht. Das war sagt ihr zu Strombach? Stromberg fand ich früher gut. Habe ich mir nie gegeben, ehrlich gesagt. Stromberg nie gegeben. Stromberg ist eine Kopie gewesen von The Office. Es gibt so eine Serie da drüben in Amerika, die heißt The Office. Das ist ein legendäres Sitcom. Und Stromberg hat das 1:1 kopiert. Okay. Es ist auch von der Kameraführung, glaube ich, auch so, ne? Das weiß ich nicht. Aber also dieses auch ganze dieses, Prinzip. Dieses Interviewen und so. Also, es ist ja in der Serie, glaube ich, bei Stromberg ist es ja so, dass irgendwas passiert und dann wird er doch interviewt, oder? Nein, Stromberg, das war so eine Serie, so, das ist alles so im Büro abgelaufen. Ja. Genau. Ja. Aber es war so eine richtige so Sitcom-mäßig so filmmäßig. Aber es gibt eine Staffel, wo das so ist, wo ihn so ein Fake-Team begleitet, also wie bei so Making-of oder ein Tag mit Stromberg. Das gibt's. Also sag mal ein paar Filme, ein paar Stand-Ups, so, die dich besonders so begeistert haben. Jamie Foxx, Stand-Up, ist der Beste. Also die ganzen drei Dinger, die er da gemacht hat. Arias Spears, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kenne ihn, ja. Arias Spears. Er ist mittlerweile nicht mehr vertretbar. Ja? Die sind ja vor Gericht jetzt gerade wegen Kindesmissbrauch. Okay, dann er und Tiffany können wir Haddish. Das cutten? Nein. Arias, du bist gecancelt, Bro. So. Arias Spears, Honest J, ich weiß nicht, ob du den kennst. Den kenn ich nicht. Honest J, kranker Typ. Mhm. Wo könnte man die herkennen? Von Sitcoms, amerikanischen? Oder? Nee, das ist von Stand-Up alles. Stand-Up, ja, ja. Honest J, wen gab's denn dann noch? Dave Chappelle. Dave Chappelle, ja. Dave Chappelle, auch die Filme von ihm von damals hier. Der hat ja bei Der verrückte Professor auch mitgemacht. Chappelle, war er dabei? Ja. Hat er nicht die eine Stelle da im, sorry. Entschuldigung. Die eine Stelle da im Restaurant, wo er mit der Dame da sitzt und da am Essen ist und da ist der Typ am Klavier. Ist Dave Chappelle, Digga. Okay, alles klar. Geliebter B, hat Dave Chappelle nicht auch bei CB4 mitgemacht? Ja, hat er auch. Oh Gott. Dave Chappelle war bei CB4. Meines Erachtens schon.
Oder? Nee, das, nee, war, das, war, nee, das war, wie heißt der? Ach, Scott Chris, Rock. Chris Rock. So, das ist ja von ihm der Film. Ja. Bitte guckt CB4. Und Charlie Murphy, natürlich, rest in peace. Charlie Murphy. Genau. Eddie Murphys Bruder, genau, der war ja Gusto. Ja. Ich freue mich immer, wenn welche CB4 kennen. Mein hat Deso noch, den will ich wieder. Unfassbar geiler Comedy-Film. Kannst du auch 1:1 auf die deutsche Rap-Szene übertragen. Ja, richtig krasser Film gewesen. Dave Chappelles Durchbruch als Film war damals Half-Baked. Half-Baked, genau, ja. Der Kifferfilm überhaupt. Der Typ auf der Couch. Einfach. Zu krass. Ja, das war so geil. Unglaublich, der Film, ja. Die haben damals richtig viele geile Sachen gemacht, die Amerikaner. So zu Zeiten von Def Comedy Jam ist es so unfassbar viel Talent dabei rausgekommen. Ist nicht mehr normal. Da gab es ja hier, Chris Tucker. Eddie Griffin. Eddie Griffin ist der Beste. Der ist krass. Der ist Wahnsinn. Der ist der Beste. Ich weiß, es ist nicht direkt Comedy, aber ich fand auch immer die Friday-Serien immer leichte Kost und sehr angenehm. Next Friday, sehr gern geguckt und hat ja auch viel Comedy-Effekte. Ja, voll. Chris Tuckers Durchbruch. Wollte ich gerade fragen, da hat Chris Tucker mitgemacht, wa? Ja, wer war denn Chris Tucker bei Friday? Friday bei Teil 1, der Lust. Der Homie, Smokey, oder? Smokey. Der macht auch nur bei Teil 1 mit, wa? Nur da, ja. Ja, Teil 1 und dann bei Teil 2 macht Debo noch mit. Ja, Debo war bei 1 auch dabei. Bei Teil 2, glaube ich, kam Mike Epps dazu irgendwann. Mike Epps kam da dazu. 2 oder 3, keine Ahnung. Bei Teil 2 und 3. Bei 3 war dann. Da, wo sie in den reichen Ort fahren mit den Mexikanern gegenüber, oder? Ist Teil 3? Was ist das? Wo die schon voll hängen und dann in der Villa sind. Mit Chico, dem Pitbull, der ihn immer jagt. War das bei Teil 3? Der Eiskübel mal jagt. Also Teil 3, da haben die was gewonnen und die ziehen dann gegenüber in die Villa ein von den Onkeln. Nee, das war bei Teil 2, glaube ich. Bei Teil 3 war das da, wo die in so einem Donutladen oder so arbeiten, wo dann der, wie heißt der dieser Breite nochmal, dieser Schauspieler? Debo? Nee. Nicht Debo, der andere. Der Breite? Ich kann mich an 3 gar nicht erinnern. Teil 3? Ich bring grad, helft mir mal. Teil 1 kennt jeder. Ist Teil 2. Ist da, das wo, mit den Mexikanern? Genau. Next, wo die auch in den Plattenladen arbeiten, wo die zwei Schwestern, die Dicke und so. Genau. Teil 3 habe ich gerade nicht so auf dem Schirm. Teil 3 ist da, wo die am Anfang ausgeraubt werden. Habe ich gar nicht mehr im Visier. Glaubst du mir? Doch, ausrauben, genau. Die werden ausgeraubt und dann ist doch der eine, der aus dem Knast kommt, Mann. Im Zwinger, im Auto, im Hundezwinger, ne? War das ein Hundezwinger? Nee, das war bei Teil 2 noch. Okay, dann halt ich. Das war noch bei Teil 2. Bei Teil 3 ist man, wie heißt der Schauspieler nochmal? Jetzt ist mir sein Name in der Jetzt, warte, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, an wen du denkst, wenn du schon sagst Breit und so. Terry Crews, genau. Er ist der Motherfucker. Ja. Terry Crews, genau. Er ist so krass, dieser Bruder. Der macht bei Teil 3 mit. Da, wo er auf der Couch sitzt und sich Tupac anguckt und sagt, Mann, Tupac. Ach, das war der. Tupac. Ja, jetzt weiß ich wieder. Okay. Das war sein Durchbruch, glaube ich. Terry Crews ist so witzig, das ist nicht mehr normal. Kennst du die Serie Alle hassen Chris? Ist es What's Up, Dad? Nein, Alle hassen Chris. Nee. Auch mit Terry Crews. Soll die Geschichte von Chris Rock sein. Ach, okay. In Echtstadt oder was? Ich weiß nicht, ob es da ist, ein bisschen natürlich reingeflunkert so, aber. Okay. Soll die Geschichte von ihm sein, angeblich, keine Ahnung. Krass, ist voll an mir vorbeigegangen. Ehrlich? Muss ich nachholen. Guck dir das an, lach dich tot. 100%. Da macht Terry Crews auch mit, der spielt der Chris' Vater. Geil, okay, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Geht mal auf YouTube und gib mal einfach Terry Crews Euro-Training ein. Euro-Training, ja, genau, das war bei WhatsApp. Woher kennt man Terry Crews noch, außer aus Friday? White Chicks, genau. Brooklyn Nine-Nine, kennst du? Nein, glaube ich auch nicht. Was ist? Ist eine Serie? Ist eine Serie. Todeslustig, wirklich. Guck dir das an. Die Serien sind so ein bisschen mehr oder weniger an mir vorbeigegangen. Ich habe erst Stand-Up geguckt. Nein, ist auch. Geil, Brooklyn Nine-Nine. Aber es ist nicht alt, es ist eine neuere Serie. Ach, neuer? Ja, okay, genau. Deswegen. Okay. Ich war mega enttäuscht. Ich bin ja Jean-Claude Van Damme-Fan, ja? Ja. Der Don legt ein Gramm für Jean-Claude Van Damme, aber da habe ich mir einen Comedy-Film jetzt letztens von Jean-Claude angeguckt, wo er auf so einer Insel so einen Survivor-Trainer spielt, aber alles ist fake und dann passiert da wirklich was. Ich glaube, manche Leute sollten nicht in den Comedy-Bereich rein. Ich war ist enttäuscht. Ist das eine Serie oder? Nein, Film. Ist schon ein bisschen älter, aber Neuzeit. Und ich als Jean-Claude Van Damme-Film dachte halt, habe dann schon gesehen, dass es ein Witzfilm ist, aber er spielt so ein Abenteuer, wie nennt man die halt, die Leute auf so Abenteuerurlaube mitnehmen, Animator, ist halt voll fake und dann passiert wirklich was, aber kann da mal ausnahmsweise nicht den Daumen hoch machen. Okay, krass. Kann passieren. Hast du gesehen, Beras? Nee, Gott sei Dank nicht. Jean-Claude, klingt schon gut. Du guckst gar nicht die neuen Jean-Claude Van Damme-Filme, wa? Nee, nicht so sehr. Nee. Also die neuen Filme kann man eigentlich auch zum größten Teil. Seine Serie soll ja voll gut sein, haben sie gesagt, JCVD, und dieser Film, wo er so, da kriegt er ja Heulausbruch vor der Kamera und redet über seinen Kokainkonsum und so, das ist so, das hat richtig krasse Kritiken bekommen, weil es so Film und Realität gemischt war.
So. Mach ich auch jetzt dann. Kein Problem. Ja. Welcher Film? JCVD. Also, aber der ist schon älter, oder? Der ist jetzt schon mittlerweile über 10 Jahre. Ich glaub, aber da kam eine Serie, die genauso heißt. Jetzt vor nicht so langer Zeit. Und ich dachte mal, das ist eine Doku. Nee, das ist keine Doku. Das war einfach, der hat die Leute, glaube ich, am Set einfach überrascht. Und die dachten, ey, lass uns das mit reinnehmen oder so, keine Ahnung. Aber es ist voll privater Stuff drin und so. Also ich glaube, bei den Filmen davon, da sitzen die irgendwie in der Bank oder sowas. Ist das nicht das, wo die in der Bank sitzen, auf dem Boden? Kann mich nicht mehr genau erinnern. Und wie meinst du privater Stuff, wenn es keine Doku ist? Ist es ist keine Doku, es ist ein Film. Es ist einfach ein Film und es sollte auch so ein bisschen auf lustig und hier und da, aber es ist halt sehr realitätsnah zu seiner eigenen Person. So. Da gibt es so Stellen, da ist er wirklich vor der Kamera und kriegt Heulausbruch in echt. So, weil er über seine Privatsachen erzählt. So. Okay, muss ich mal reinziehen. Wie bei Mickey Rourke damals, fand ich auch krass. Der hat ja auch dann den letzten Film, Der Catcher, ist voll viel Parallelen zu seiner echten Biografie. Der Catcher habe ich auch gesehen, der Film. Einer meiner Lieblingsschauspieler, der Wrestler, entschuldige bitte. Der Wrestler, richtig. Mickey Rourke ist auch ein krasser Film, ja. Ja, Mann. Ja, zurück zur Comedy, auf jeden Fall. Also, ja. Die Sachen, die du aufgezählt hast, die haben mich auch alle begeistert. Ja. Ich hatte mal einmal das große Glück, bei Eddie Griffin zu treffen. So. Ehrlich, ja? Ich bin normalerweise bei so, sag ich mal, in Stars und so weiter, man trifft sich, gibt dir die in die Hand, ist so, also. Ist ein normaler Mensch. Ja, also, Starstruck mich zu bekommen, ist schwer. Da muss Tupac aus seinem Grab rauskommen. Aber bei Eddie Griffin, wo ich mit ihm im Backstage war und mit ihm ein Foto gemacht habe, dachte ich mir, weil er ist wirklich meine Nummer 1. Er ist wirklich Comedy. Kennst du das, wo er Michael Jackson da macht auf der Bühne? Ja, Legende, Def Comedy Jam. Genau, wo er dieses Blaue da anhat. Da. Wo auf hast du ihn getroffen, Baby? War in Berlin? Ja, ich war bei seiner Show. Der Streetlife hat er das veranstaltet. Der war doch jetzt vor kurzem. Ist schon ein bisschen länger her. Jetzt bestimmt 7, 8 Jahre. Ach so, war der nicht jetzt vor kurzem hier? Das weiß ich nicht. Wenn ja, dann Schande über mein Haupt. Weil ich glaube, zu meiner war vor kurzem auch. Echt, ja? Dann habe ich das verpasst, Alter. Krass. Chappelle war auf jeden Fall vor kurzem hier, das weiß ich. Der hat auch eine ganz, ganz tragische Geschichte. Ja, bei ihm war ja auch irgendwas gewesen. Der hat ja irgendwie sich zu irgendwas geäußert und dann haben die ihn gecancelt und jetzt ist er wieder zurück irgendwie, wa? Die machen so dieses crazy Ding so. Die sagen immer, die sind verrückt. Das merkst du bei jedem. Das haben die bei Martin Lawrence abgezogen. Das haben sie bei Dave Chappelle abgezogen. Bei DMX haben sie es, glaube ich, auch gemacht. Ja, aber jetzt so von den Comedians, Comedian-Schauspieler, die waren ja auch alle reihenweise crazy, crazy, crazy oder auf Crack. Die haben ja gesagt, dass er cracksüchtig ist und so. Bei Chappelle jetzt? Chappelle, ja, das hat gar nicht gestimmt. Die haben ihm einfach quasi die Rechte unter den Nagel weggerissen für seine Chappelle-Show. Muss man sagen, eine revolutionäre Show. Boah, also, war krass. Du weißt das aber. Haben wir vergessen aufzuzählen, Chappelle-Show. Weißt du, also Rick James, Bitch und... Das kenne ich sogar, wo er die ganzen Sketches nachmacht. Genau. Ne? Genau, das war eine legendäre Show, Alter. Weißt du, Prince, seine Pancakes und so und auch Charlie Murphy und so legendär. Und die haben dem so einen Vertrag untergejubelt gehabt, weil er damals halt auch finanziell nicht so gut aufgestellt war. So, dass er aus der Nummer rausgekommen ist und quasi so gut wie nichts verdient hat an der Chappelle Show. Deswegen hat er auch gesagt, ich mag nicht mehr. Reicht. So, weißt du, so, ihr rippt mich hier völlig. Und ist dann nach Afrika eine Zeit lang abgehauen und hat auch Jahre gebraucht, um wieder zurückzukommen. Dann hat er in seinem eigenen Stand-up hat er von der Geschichte erzählt und meinte dann auch, dass er sehr glücklich ist, zum Beispiel gerade mit Netflix zu arbeiten, weil die diese Bitch-Moves mit ihm nicht machen. Also er sagt so, guck mal, ich habe die Welt revolutioniert. Guck mal einfach, wie viel Geld das denen eingespielt hat und ich habe davon nichts bekommen. So. Die haben mich einfach beklaut. Die haben mich einfach völlig beklaut und die haben mich einfach sitzen lassen. Er sagt so, und dann, wo ich mit Netflix unterschrieben habe, haben die alten Chappelle-Shows, haben die auf Netflix ausgestrahlt. Da habe ich bei Netflix angerufen und habe gesagt, das verletzt meine Gefühle, ehrlich gesagt. Dass das jetzt überhaupt, weil ihr kennt ja die History von dieser Geschichte, Nummer. Ja, genau. Netflix hat gesagt, wir nehmen das runter. Krass. Das ist schon ein harter Move, ne? Deswegen, also, man kann eigentlich einmal mal Applaus für Netflix geben. Sind auch keine guten Menschen, aber Chappelle, seine Story war schon auf jeden Fall sehr, sehr haarig. Ja, sehr, mega sehr lustig, wie er diese Rick James Sachen nachgespielt hat. Genau. Unfassbar lustig. Ja, komischerweise die Sache mit der Couch in Eddie Murphys Haus wusste ich erst durch euren Hobby Dave Chappelle. Ey, Dicker, ich hab mich kaputt gelacht. Also, ich will es jetzt nicht aussprechen, was er da sagt, so, aber wo er hier mit seinen High Heels da und dem Dreck da drauf. Du bist ein Reicher, wa? Sagt er auch immer so. Du kannst dir eine neue Couch kaufen. Ja, Charlie Murphy hat doch erzählt, die sind, also Charlie Murphy und Eddie, wo Eddie noch ganz berühmt war, nach seinen Film-Eskapaden und so. Die kommen dann in Studio 54 rein, da wo alle diese Stars alle am Koksen waren und so, die berühmteste Disco überhaupt. Und Rick James ist hinter der Bar. Er ist einfach hinter der Bar. Er gibt einfach Drinks aus und so. Und dann erkennt er ihn so, hey, Charlie Murphy und so, komm her. Er erzählt ihm den Witz. Was sagen fünf Buchstaben, nee, fünf Finger zum Gesicht oder so. Absolut, oder? Genau das. Digga, er hat ihn einfach gesmackt, Alter, Digga. Und später ging dann Schlägerei los und keine Ahnung, es war so eine wilde Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Echte Storys gewesen. Echte Storys, alles so, echte krass. Storys. Okay, ich dachte, das wäre immer Dings da, weil die das so betont haben, so,
Charlie Murphys True Hollywood, Hollywood Stories. Auf jeden Fall. Ich glaube, das war so ein bisschen reingeflunkert. So. Ich glaube, das war alles echt. Das Krasseste finde ich immer, man zählt ihm die krassesten Stories auf, man denkt, jetzt dementiert der Bruder das. Da sagt man, ja, that happens. Why? Cocaine is the hell of a drug. Cocaine is the hell of a drug, genau, ja. Genau. Das war so zu seiner Endzeit von Rick James, da war auch schon so operiert und so und alles. Ja, hat er aber nicht mal Mike Tyson eine Bombe gegeben? Meines Erachtens? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Vielleicht ist er deswegen jetzt so ein bisschen entstellt gewesen. Ja, kann auch sein. Manche Leute machen es ja. Die provozieren Mike Tyson im Flugzeug, Digga. Stimmt, da war ich auch. Machen die Leute, ja? Auch mit Handy, Kamera aufnehmen, cool sein, aber dann kriegst du auf einmal deinen Schläger. Ja. Ich habe letztens auch einen Witzfilm gesehen, der lief aber ohne Ton, da machte ich den Ton an. Da war Mike Tyson im Ring, aber als Frau verkleidet. Ich wollte noch B anrufen, aber ich sag, bitte mach den Fernseher aus. Neuere Produktion. Warte, das war Scary Movie. Danke. Scary Movie 4, glaube ich, oder Scary Movie 5 sogar. War das nicht sogar Chappelle, der damals, wo er wieder zurückgekommen ist und angefangen hat, die Industrie so ein bisschen zu exposen, der hat doch auch darauf hingewiesen, wo er meinte, warum, guckt euch mal an, warum müssen alle schwarzen Comedians immer ein Kleid tragen? Egal wer, ob das Kevin Hart ist. Stimmt, oder und da war doch auch irgendwas mit, er sollte irgendeine Rolle als Moslem spielen und hat es dann auch nicht angenommen, weil irgendwie, da war auch irgendwas gewesen. Krass, okay, das habe ich nicht. Das ist mega interessant. Aber er sollte ein Kleid tragen. Ja, und das wollte ich gerade sagen. Obwohl ihr hier das Know-how bei Filmen mehr habt als ich, wollte ich gerade sagen, meines Erachtens ist vor einem halben Jahr in irgendeiner Plattform ein Bericht gewesen, dass Dave Chappelle seine Verträge verliert, weil er sich geweigert hat, wie viele Kollegen Transen zu spielen. So jetzt mal ganz erlaubt gesagt. Das habe ich auch nicht mitbekommen, aber kann ich mir vorstellen. Also der hat halt diese Frage in den Raum geworfen. Krass. Er meinte, ich habe das abgelehnt, ich mache das nicht. Aber guckt euch den und den und den und den an. Dann haben sie bei dem Video auch diese ganzen Fotos eingeblendet. Da merkst du, Alter, wirklich jeder von denen musste mal ein Frauenkleid tragen. Mhm. Aber ganz komisch. Es gab ja auch so einen Film so damals, ich bin als Jugendlicher einfach ins Kino reingegangen, weil ich dachte mir, krasse Schauspieler. Und dann sitze ich dort und gucke mir wahrscheinlich als einziger Mensch, die Leute wissen nicht mal, wovon ich rede, wenn ich sage Tu Bong Fu. Tu Bong Fu, 1995 oder so kam der ins Kino. Tu Bong Fu? Tu Bong Fu. Kennst du den Film, Bruder? Nein. Kennst du den Film, Bruder? Kennst du den Film, Bruder? Nein. Alle sagen nein. Was ist das? Jetzt, wenn ich dir sage, wer da alles mitgespielt hat. Wesley Snipes, Patrick Swayze, John Leguizamo und noch so ein anderer Berühmter. Das waren so die vier, die waren die Berühmten. Das sind Transenfilme. Die haben auch so Kleider. Wesley Snipes, Bruder, mit Lippenstift. Du armer Dude, bist du aus Versehen reingegangen? Ich dachte mir, ist bestimmt witzig. Wie heißt der Film? Tu Wong Fu. Tu Wong Fu. Ja, aber. Also er hat schon ausgesprochen jetzt. Ja, ich glaube schon. Also, Spendenkonto bitte, jetzt immer noch posttraumatisch, mein Partner. Digga, Alter. Das war crazy. Ich sitze da drin, ich dachte, ist bestimmt lustig. Auf einmal läuft Wesley Snipes mit Muskeln und Lippenstift durch die Gegend, Patrick Swayze. So, Alter, was ist denn hier los? Und der war gar nicht witzig. Der wurde auch noch so dramatisch dann am Ende. Ich wollte mein Geld zurückhaben. Alter, okay, krass. Also es gab schon so ein paar Tendenzen schon da. Krass. Wo wir jetzt gerade auf Wesley Snipes kommen. Interessierst du dich für Marvel und so? Ja. Du bist da auch drin, ja? Also die Comics. Also die Filme hast du nicht gesehen? Die Filme habe ich gar nichts mit zu tun. Wirklich nur die 80er Stan Lee Comics und so. 90er Stan Lee Comics. Okay, wusstest du zum Beispiel, dass das Blade ist ja von Marvel, weißt du, oder? So, wusstest du, dass Wesley Snipes damals die Rolle des Black Panthers spielen sollte? Der sollte ja damals schon mal kommen. 1997 oder so. Ach, okay. Aber die sind dann irgendwie abgesprungen wegen Black Panther, diese Bewegung, bla bla bla. Oh. Weil die Leute konnten damit nichts wirklich anfangen. Und dann hat er die Rolle als angenommen. Als Blade. Blade, krass. Blade war übertrieben. Ich dachte, er war zu weiß für einen Black Panther. Nee, aber ganz interessante Sache, weil jetzt ja ganz spät ja auch diese Filme kamen wie Black Panther. Es gab in den frühen 90ern schon einen schwarzen Superheld, der hieß Man of Steel. Man of Steel, das war der schwarze Superman aus dem Ghetto, genau. Ehrlich? Den gab es schon vorher. Okay. Meteor Man. Den gab es auch, Baby, ist richtig. Ja. Aber Man of Steel war so richtig so der Ghetto-Held. Ich dachte, das ist immer Superman, Man of Steel. Aber ja, Man of Steel ist ja Superman. Nee, Man of Steel war der schwarze Superman. Okay, krass. Der schwarze, darunter war auch ein schwarzer Bruder, war nicht der andere. Wenn wir bei Superhelden Schwarze sind, Hancock hier, Will Smith, der war ja so der Anti-Held, so, der war immer besoffen und so. Aber Will Smith, wo wir schon bei diesen lustigen Storys sind mit Hollywood, Will Smith sollte ja eigentlich normalerweise Neo spielen von der Matrix. Der hat abgelehnt. Stimmt, hat er abgelehnt, ja. Krass, war heftig, ja. Keanu Reeves wäre vielleicht gar nicht so wieder zurückgekommen. Ja.
Ja, es gibt also immer so Comeback-Stories so von diesen Schauspielern, die waren eine Zeit lang off, dann on wieder. Ja. Wie Travolta zum Beispiel. Travolta war eine lange Zeit zum Beispiel gar nicht in Hollywood, der war gar nicht relevant, den hat keiner mehr. Ja, der hat auch so B-Movies und so gedreht. Ja, richtig Schrott. Ja. Nach dem Stayin' Alive da, also es war Saturday Night Fever 2, dieser Stayin' Alive-Film, der war auch gar nicht mal so übel, aber der ist gefloppt. Der hat dann echt 10 Jahre gebraucht, bis Pulp Fiction wiedergekommen ist, ja. Wann war Punisher mit Travolta als Endgegner? Der Punisher, wo der Travolta den Gangsterboss spielt? Punisher. 96, so war? Nee, der kam ein bisschen später, glaube ich. Noch später, war? Ja. Stimmt, der 90er war der mit Dolph Lundgren vielleicht. Nee, 80er war das. Aber Ende 90er kam dieser Punisher mit Travolta da, der war auch gar nicht so geil. So. Wusstest du, Belasch, dass Tupac mal eine Rolle abgelehnt hat, weil er einen islamischen Gangbanger spielen sollte? Genau. Und da hat Tupac gesagt, er hat mit Erfahrung mit Islam und sowas kennt er nicht und möchte nicht vertreten. Okay, wirklich? Kennst du die Geschichte, Ari? Ich habe es jetzt zweimal auch recherchiert. Krass. Ich war immer Langwitzer Buschfunk, aber ich habe analysiert, es stimmt wohl wirklich. Ja, ja. Das hat er wirklich mal gesagt. Chappelle ist ja auch zum Islam konvertiert zu der Zeit, wo er sich entfernt hat. Genau. Und ist dann wieder weg vom Islam. Und meinte, ihr habt erzählt, ich habe Crack geraucht und zu der Zeit, ich war konvertierter Moslem und war völlig clean so, weißt du? Jetzt rauche ich und saufe ich wieder, weil ihr mein Leben gefickt habt. Krasse Aussage. Alter, Digga. Das hat er auf der Bühne, im Stand-Up, in seinem Programm hat er alles erzählt, so was sie mit ihm abgezogen haben. Die Dings da, dieses Stand-Up-Ding gibt es bei Netflix oder wo? Das ist, glaube ich, vor seiner Netflix-Zeit. Ach so, okay. Oder vielleicht auch am Anfang, weil er erzählt ja, dass er mit Netflix zusammenarbeitet. Das ist so ein kurzer Ausschnitt, den ich zufälligerweise sogar gestern oder heute gesehen habe auf YouTube, wo das einer nochmal diese eine Stelle nur ausgeschnitten hat, wegen Kanye West zurzeit. Weil Kanye West da ja auch erzählt, dass er von der Industrie halt, ne? Man weiß ja, der hat ja an einem Tag, glaube ich, 2-3 Milliarden Dollar verloren oder so. Was ist genau da passiert mit Kanye? Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Der hat da irgendwas gesagt, was jetzt nicht so korrekt ist. So wie ich das mitbekommen habe? Ja, kann man sich drüber streiten, weiß ich nicht. Er hat halt gesagt, dass die Medien Juden dominiert sind. Und okay. Alleine diese Aussage, du weißt, ne, muss man sehr gut aufpassen. Okay. Und jetzt hat sich Adidas von ihm getrennt. Ja, alle. Die ganzen Kooperationen sind durch. Und das sind halt Milliardendeals auch, muss man sagen. Er war ja mal der, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber das hat keiner dementiert, der reichste schwarze Mann überhaupt aller Zeiten. So mit 11 Milliarden. War das nicht, wie heißt der, Dr. Dre eine Zeit lang? Nee. Kanyes Wert wurde auf 11 Milliarden geschätzt. Ehrlich? Hat er selber gesagt. 11 Billion. Also es wären 11 Milliarden bei uns. Krass. Ich habe auch gehört, Achim, was Streams angeht, Werbedeals und Konzerte hat er die meisten Zahlen wohl. Ehrlich, Adidas, Gap, Balenciaga. Ja, der war ja irgendwie erstmal bei wem war er? Zuallererst war er? War ein Produzent am Anfang. Nee, ich meine mit seinen Yeezy-Schuhen. War er ganz am Anfang, war er doch bei Dolce & Gabbana oder bei Gucci oder irgendwo? Ich weiß nicht, aber der ist voll der Modezar halt. Ja. Und dann hat er da auch irgendwie Scheiße gebaut, ist da rausgeflogen, dann war er bei Nike. Nike hat ihn dann auch rausgeschmissen. Dann war er bei Göckler, der hat ihn auf einen schlechten Weg gebracht. Ja, Mann, auf jeden Fall. Mal sehen. Aber wenn du jetzt überlegst, die ganzen Sneaker, die er da produzieren lassen hat. Ja, Mann. Dicker, der Wert steigt. Super Hype auf jeden Fall. Dann noch mit seiner Superstar-Frau da, mit Kardashian. Haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet. Ist er jetzt wieder mit der zusammen? Nein, damals. Aber ich meine, überleg mal, was das für ein Couple ist, Alter. Ja. Ich meine, die Braut ist, du kannst wirklich sagen, was du willst, aber sie hatte den meisten Einfluss, glaube ich, auf wie Frauen heutzutage aussehen. Ja. Es hatte die auch mal eine Glatze, wenn ich fragen darf? Nee, das war ein Rosa, irgendwie Amber Rose oder sowas. Irgendwie sowas. Aber Kim Kardashian hat diesen Trend ja quasi so mitentwickelt. Heutzutage, wie die Leute alle rumlaufen. Diese so operiert und fette Arsch und so der Kardashian-Look. So heutzutage sehen voll viele Leute, die sich so operieren lassen, die Frauen und so weiter, sehen aufgrund des Vorbilds von Kim so aus, wie sie aussehen. Und die Braut ist einfach berühmt geworden durch ein Porno. So, weißt du, Sextape. Also so. Aber dann so weit sich hochgebumst, quasi, dann mit Kanye verheiratet, Kontakte zum Weißen Haus mit Clinton-Familie, tschüss. Hoch durch den Porno, macht mir Hoffnung. Genau. Also ich habe ganz viele Sachen gesehen und ist sehr kontroverses Thema. Ja. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, ich habe nur mal so bei TikTok so ein paar Ausschnitte gesehen, dass er da irgendwas gesagt hat oder in irgendeinem Interview oder sowas. Ne? Ja, das war Drink Champs. Drink Champs Interview kam raus, die haben alle Rekorde gebrochen. Ich habe auch live reingeguckt.
und habe gesehen, so wie viele Leute da live alleine geguckt haben, war unfassbar. Unfassbar. Wie viele? Also, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber auf jeden Fall fünfstellig. So, Alter. Live, ja. Also wo ich gerade reingeklickt hatte, waren es glaube ich 30.000, 35.000. Alter. Ich weiß nicht, ob das jetzt weniger mehr geworden ist, aber die haben auch später gesagt, dass das die Rekordfolge war. Mhm. Wo war das jetzt? Bei YouTube? Drinkchamp, ja, genau. Podcast. Aber es ist Revolt TV, heißt das eigentlich. Ah, okay. Also die haben das dort schon bei Revolt TV und so weiter, hatten die da schon so Schnipsel rausgebracht und dann haben sie das Ganze nochmal auf YouTube dann. Das war nicht live aufgenommen, aber live, weißt du ja, so. Ja, ja, also so, genau. Und Revolt TV gehört halt zum, gehört anteilig PDD. So. Und PDD hat natürlich seine Bosse über sich. Das ist ja immer die Kritik, die man immer hört, so in Bezug auf die schwarze Entertainment-Industrie, wo man immer sagt, für einen Millionär, der schwarz ist, kommt ein Milliardär, der weiß es hinter ihm. Weil immer bis zum gewissen Punkt werden die so quasi erlaubt, aber die sagen ja selber sogar, die ganz weit oben sind, so wie die Diddys, Kanyes und so, die haben sich ja alle irgendwo mal so ausgesprochen. Ja, die waren eigentlich gut. Eigentlich, der hat ja auch in diesem Podcast, der gesperrt wurde, hat er ja gut über Diddy auch noch geredet. Ja. Er meinte so, das ist so, wir schwarzen Businessmänner, wir haben gezeigt, so nach dem Motto, dass man auch ganz oben mitspielen kann und so. Und das nächste, was ich mit Diddy machen werde, ist, wir werden eine Bank kaufen. So, ja. Weißt du, so, also so große Töne gespuckt halt, so, ne? Aber die saufen halt auch, die sind besoffen gewesen und je mehr gesoffen wurde, hast du auch gemerkt, da wurde auch die Stimmung so ein bisschen lockerer und so weiter und dann kamen natürlich dann gewisse Punkte und die Black Lives Matter George Floyd Geschichte, wie er sie wiedergegeben hat mit seinem White Lives Matter Shirt. Genau, da war ja auch irgendwas. Diese Sache und dann noch, dass die jüdischen Medien immer wieder, obwohl er immer sagt von sich selbst, er wäre auch Jude und was auch immer ist er halt wahrscheinlich nicht, aber er hat es halt immer wieder so geäußert. Das waren so die Punkte, wo die gesagt haben, okay, Antisemitismus, Black Lives Matter, hier George Floyd, Familie und so weiter, disrespected durch die Art, wie er geredet hat und so weiter. Er ist halt crazy. Das haben sie mit Chappelle damals gemacht, das haben sie mit den voll vielen anderen Comedians auch gemacht, die sich dem Rücken Hollywood und so weiter gekehrt haben, wo die nicht crazy waren, wo also die nicht auf halt, Crack waren. Es sind halt immer die sich der Industrie halt irgendwie den Rücken kehren, so, wa? Die mehr oder weniger nicht das machen wollen, was die Industrie denen sagt. Mehr oder weniger. Und bei Kanye war das halt so, dass der Bruder halt einfach sehr, sehr mächtig, glaube ich, mittlerweile geworden ist. Der hat halt auch sehr viel Geld und sowas kann man halt auch nicht erlauben. Einfluss halt, weißt natürlich, ne? Er ist auf, guck mal, man kann sich wirklich über diese ganzen Aussagen kann man streiten und das ist auch super problematisch, sowas zu sagen. Sogar wenn es so wäre, weiß man, als jemand, der schlauer Businesskopf ist, setzt du dich eigentlich nicht in der Kamera, so vor der Kamera und redest vor einem Millionenpublikum. Ja. So, genau. Weißt du, was ich meine? Punkt Nummer eins. Also so ein bisschen Knacks hat er schon in der Birne, aber den haben sie damals zwangseingewiesen, weißt du so, den haben die vollgepumpt mit Drogen, Kanye und so weiter. Ehrlich? Ja, ja, die haben den einfach richtig so von entführt und vollgestopft mit Drogen und keine Ahnung was. Also den haben sie schon gut zugesetzt, diesem Mann, ne? Und letztendlich hat er auch so die ein oder andere Sache gehabt, natürlich damals mit George W. Bush doesn't care for black people und so schreit er so im Dings hier, während irgend so ein Hurricane läuft oder damals, wo Taylor Swift irgendwie einen Grammy bekommen hat, ihn weggenommen und gesagt, der gehört Beyoncé und so. Er war sowieso schon immer so ein Extremist. Der wollte auch irgendwie als Präsident kandidieren, war? Das will er jetzt gerade, ja. Will er jetzt wieder, ja, okay. Will jetzt gerade. Deswegen, er ist Kuckuck, er ist crazy, aber nicht so dieses crazy, was die sagen wollen, so dieses unzurechnungsfähig. Wenn du dem Mann zuhörst, ganz ehrlich, der ist zu 90% bei vollem Bewusstsein und viel mehr bei Bewusstsein als diese aktuelle Rap-Generation, die nur noch Scheiße labert, die sind so richtige Neandertaler, Bruder. Die sind einfach nur so auf Drip und Mip und, weißt du, was ich meine, so auf Lil Durk-mäßig, so, wenn die den Mund aufmachen, merkst du, Bruder, Hauptschulabschluss ist schon übertrieben für den. Ich schwöre dir. Also die sehen auch alle irgendwie aus so ein bisschen wie der Tisch, ne? Wie die angemalt sind im Gesicht und so. Also nichts gegen dich jetzt, aber nee, wie die alle jetzt, also es ist irgendwie jetzt so ein... So, ja. Ich sage immer wieder, früher haben wir die Dealer gehört, heute die Junkies. Aber ich denke mir auch, einer wie Kanye West, der ist, du musst ja immer den Teich hochschwimmen, um zu wissen, wo die Scheiße herkommt. Und der hat bestimmt auch ziemlich viel gesehen auch, ne? Also, und ich finde immer bei so Leuten wie als Tupac aus dem Knast kam und dieses Killuminati gemacht hat, oder jetzt Kanye West, da muss man immer hinterfragen, wenn Leute, die wirklich so viel Position haben, dann sollte man immer vorsichtig sein, was andere über den sagen, weil die müssen mundtot gemacht werden, weil bestimmtes Fundament kann man denen nicht nehmen. Also, dass die ADHS haben und über Sachen quatschen, um sich berühmt zu machen und ins Gespräch zu kommen. Ich denke mir, viele Leute, die da oben schon waren, haben eine Menge gesehen. Ja, natürlich, das ist ja... Gehört, glaube ich, mit dazu. Auf jeden Fall. Kommen wir zu Deutschland zurück. Diese Comedy-Szene und so weiter. Was ist dein Eindruck, wenn du dir das so alles anguckst? Bist du selbst auch im Stand-Up mal unterwegs gewesen? Nicht wirklich, nein. Also nee, ich habe krass Respekt davor. Ich würde es gerne machen, aber ich habe wirklich zu krassen Respekt davor. Das ist Champions League, was Comedy angeht. Ja? Ja, ja.
Okay. Also ich stand schon oft auf der Bühne, so hab so, ich war ja mit PA Sports auf der Tour gewesen. Nee. Da haben wir auch so was so sketchmäßiges immer gemacht auf der Bühne so. Aber jetzt mich da hinstellen und vor Leuten so irgendwelche Witze erzählen, das habe ich krass Respekt vor. Wirklich. Also das ist schon eine harte Nummer. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber du bist mehr so in diesem Sketch-Bereich halt natürlich gewesen. Ja, da ist die Generation TikTok, wäre doch eigentlich jetzt, denkt man, perfekt für jemanden wie dich, ne? Ja, so. Ich mache halt ab und zu noch ein bisschen TikTok so, wenn ich was, wenn ich was sehe, was Lustiges oder so, oder mir irgendwas Lustiges einfällt, sondern natürlich mache ich das dann. Aber. Was ist deine generelle Meinung zu TikTok so? Das ist. Man kann es nutzen für sich, natürlich, aber da läuft halt auch viel Mist. Ah, ja. Also es ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel diese ganzen Matches anschaue, da die Leute, die da sitzen und battlen und schickt mal hier Geld. Ich weiß nicht, ob du das kennst, hier diese Live-Matches, kennst du das? Ja. Diese Live-Matches, die Leute, die da sitzen und sagen, ja, schick mal Geld und schick mir jetzt und jetzt hier noch eine Rose und jetzt zählt alles doppelt und so. Also da sind immer zwei Leute, das ist ein geteilter Bildschirm, zwei Leute, die sitzen irgendwo, der eine sitzt zu Hause, der andere ist sonst wo. Und die können dann gegeneinander irgendwie Matches machen, so, weißt du? Und dann die Zuschauer können denen halt so irgendwelche Dinge spenden, eine Rose oder ein Diamant oder ein Löwen oder sonst was so. Und das ist alles echtes Geld natürlich. Das ist dann echtes Geld. Also die Leute, die das, die bezahlen das halt mit ihrer, ich glaube, mit ihrer Handyrechnung oder PayPal oder Bank oder Kreditkarte oder sonst was. Und das sind halt, ich denke, zum größten Teil Kinder, die da sitzen und Muttis Geld verhauen oder so. Da war einer, das habe ich auch bei TikTok gesehen, da war einer, der hat auch irgendwie ein Live-Match gemacht mit jemandem und da hat ihm wohl jemand so ein, ich glaube, ein Universum oder sowas, das ist, glaube ich, das Krasseste, was du einem schicken kannst. Ich weiß es ja auch immer, ich gucke, aber ich sage nicht wen. Ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, es sind so 200, 300 Euro, 400 Euro, 500 Euro, ich weiß nicht, wie viel das ist. Ja? Und was da meist immer im Durchschnitt blinkt, sind so 5 oder 10 Euro, schätze ich, wa? Kann sein. Ich kenne mich mit den Zahlen da genau nicht aus, aber da war halt, wie gesagt, so ein Typ, der war halt live, hat gesagt, ja, spendet dies, das. Und dann hat er auf Instagram eine Nachricht bekommen von einem Jungen, der ihm da geschrieben hat, so, ey, meine Mutter wird mich umbringen, wenn sie das mitbekommt und so, weil der hat ihm wohl dieses Universum da geschickt, ne? Und meine Mutter wird mich umbringen und bitte kannst du mir das Geld wieder zurücküberweisen und bla, und hast du nicht gesehen? Und dann hat er ihm gesagt, so, ja, gib mir mal bitte die Nummer von deiner Mutter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade alles wieder richtig wiedergebe, wie das war. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, gib mal bitte die Nummer von deiner Mutter. Ich möchte mit ihr reden. Hat er die Mutter angerufen und gesagt, so, ja, ihr Sohn ist bei TikTok und spendet den Leuten Geld und so. So, weißt du, und dann ist die Mutter natürlich auch voll ausgerastet und so darauf. So hat er das Geld natürlich zurückgeschickt. Aber Deutsche alles, ne, gerade? Ich glaube, er war Türke, Araber, weiß ich nicht, woher er kam. Okay. Ich weiß nicht, woher der Junge kam. Also keine Türke, Araber, Bruder, der hat direkt Latsche abbekommen, oder? Stimmt. 100%. Aber so, du weißt doch. Bist du fertig mit der Geschichte? Weil ich hätte gedacht, die geht anders aus. Weil ich mache mich auch gerade schlau bei TikTok und Twitch und so. Und ich habe gehört, dass ein großer Teil der TikTok-Anbieter behält. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Mama sagt, pass mal auf, ich kann dir, wenn es ein Tausender ist, 300 zurückgeben, aber 700 bekommt TikTok. Ja, also TikTok behält da auf jeden Fall anteilig was. Ziemlich großen habe ich auch gehört, ne? Ja. Und die machen auch gut Asche, die Leute da, die da diese Live-Matches machen. Was macht man da für eine Challenge? Du sitzt da einfach nur und der Verlierer muss dann zum Beispiel sich, keine Ahnung, die Augenbrauen wegrasieren. Ach, oder so. Eine Kacke. So eine Sache, so, weißt du? Hab ich schon letztens im Deutschrap mitbekommen. Da beleidigt einer böse Mann seine Mutter oder so. Irgend so ein Araber aus NRW und dann war es dann TikTok. Irgendwie so eine Challenge, genau. Das ist halt dieses Live-Challenge. Es gibt auch was sehr Unangenehmes. Es gibt auch richtig, wie soll man sagen, machen viele auch mit, so eine Fitna-Challenge, wo jetzt auch eskaliert ist, glaube ich, mit ein paar YouTubern. Dann sagt Belasch, hat dann eine halbe Minute Zeit, dann sagt einer Achi und du basht ihn dann halt. Und da haben sich halt ein paar so einen Witz gemacht, um mal so Big Dogs zu nennen. Das ist dann auch eskaliert. Also dafür zahlen die Leute Geld, ja? Ja, ganz ehrlich, Baby, ganz primitiv. Guck mal, die Sache ist, die Leute sind sensationsgeil. Die wollen halt immer sehen, dass irgendwas passiert oder dass das knallt oder so. Dann siehst du auch im Rap-Game jetzt zum Beispiel die ganzen Beef-Geschichten mit den Disses und so. Klar. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es interessiert mich nicht, so, weißt du? Ja. So, es ist natürlich irgendwo so Entertainment-Verein, so, weißt du? Aber so, Mann, Dicker, was soll ich dir sagen? So, dass die Leute dafür jetzt extra sich dahinter setzen und Geld bezahlen. Ah ja, mach mal Fitner mit denen. Dicker, das ist schon hart. Da gibt es auch Kreaturen, war da schüttelt selbst der Bürgermeister hier den Kopf. Also das ist ganz unterste Schiene. Und manchmal schreien die da auch nur. Wenn Bete sieht, glaube ich, der kriegt einen Kulturschock. Musst du dir mal die schreien sich nur so an, wie Hermann Platz zwei Ari, die sich anschreien. Aber nicht echt.
Doch, ich sage dir ehrlich, und ich möchte die Namen nicht sagen, aber letztens wurde eine Hannover Straßenlegende, ein 60-jähriger Mann, beleidigt. 60? Ja. Kann ich ja sagen, ich feiere ihn ja krass, Hanebutt oder so, weil einer hat den Namen reingeworfen. Ja. Und dann halt ist Fitner-Challenge, kann man sagen, Achi, ne? Und du sagst dann, Boogie ist ein richtiger Wichser. Ja, 100 Punkte. Dann sagst du, nein, Punkt, so. Digga, mach ich den ganzen Tag gerne. Ja, das ja. Beste Millionär, das get money, my bitches, get money. Wir machen nur noch Challenges, wo wir uns gegenseitig beleidigen, Bruder. Dann werden wir reich, haben wir mehr gemacht als hier. Ich muss mal sagen, Respekt an Mo Abdallah und Sinan G. Die haben ja ihre Fitner, aber die haben das sehr sportlich gemacht. Und der Mo Abdallah hatte, glaube ich, Engelgesicht, der auch immer unseren Podcast guckt am Start. Und das war sehr Fitner, aber auf eine lustige Art und Weise. Okay, das Themawechsel. Weißt du eigentlich, dass er richtig krasse Mucke macht, Alter? Und du immer dich... Dass er gerappt hat, bevor er Comedian war, das weiß ich. Ja, aber auch so. Aber auch diese witzigen Sachen und so. Ne? Das musst du mal sehen, das ist ganz gemein. Ich küsse dein Auge. Wenn er französisch rappt, oder afrikanisch hier im Reggae oder chinesisch. Du denkst so, oh geil, der Dude hat einen geilen Flow und er verarscht alle. Ich denke nicht, dass du gecancelt wirst wegen Rassismus. Was? Nein, heutzutage oder? Man kann sich halt gar nicht so, Du musst jedes Wort dreimal umdrehen jetzt heutzutage. Ja, ich passe auch wirklich auch drauf auf, was ich für Sachen sage. Ja. So, weißt du, so, ich rede nicht über Politik zum Beispiel oder überlass uns das. Bitteschön. Nein, ich rede nicht über Politik oder so. Das sind so Sachen so... Darüber kann man sich streiten, so, weißt du? Deswegen, ich will gar nicht irgendwie so eine Grundlage bieten, so, dass man so angreifbar ist oder sonst was, so, weißt du? Klar, das heißt angreifbar. Ja. Weißt du, wie ich meine? So, es ist so, jeder soll sein Ding machen. Jeder soll den wählen, den er will oder sonst was, so, weißt du? So, am Ende des Tages so, egal. Ja, nee, darf ich nicht wählen? Was? Darf ich auch nicht wählen? Mach, was du willst, Digga, so weißt du. Sollen sie dich nicht wählen, Bruder, ist alles okay. Wählt mich. PDA, Partei der Arzen. Playboy und Boogie sind neue Regierung ab jetzt. Ja. Das Ding ist halt, ich habe ein paar Sachen gesehen, die halt auch so ein bisschen bekannter sind von dir halt. Also diese ganze, hier diese Storymaker-Sache natürlich, da hast du die meisten Teile natürlich wahrscheinlich davon. Mhm. Aber ansonsten hast du auch zum Beispiel dieses Kanaken-Kung-Fu und Bronx und Monks und so Trademark-Sachen, sag ich mal, die du so öfters mal gemacht hast. Das sind ja auch alles so kreative Geschichten. Mhm. Nur wenn man sich auf TikTok dann anguckt, wo dann ein Clip auf einmal mehr Klicks bekommt, wo man einfach nur so Face-Reaction macht, so, weißt du, was ich meine? So, dann denkt man sich auch so. Also TikTok, ich habe es auch wirklich gar nicht wirklich verstanden. So. Also wenn du dir jetzt, bei mir ist es manchmal, wenn ich jetzt ein Video mache, was so ein bisschen aufwendiger ist, denkst du dir so, Alter, warum hat es jetzt gar keine Aufrufe bekommen? Genau. So, weißt du? Und dann machst du irgendein anderes Video, wo du mit einem Schwan redest, Alter, am Ende hat es 1,6 Millionen Aufrufe, so, weißt du? So ist es. So, na, Hauptsache, du gibst ihm keine Schelle, den Schwan. Der wollte mich ja beißen, der Schwan. Weißt? Ja, genau. Aber es stimmt wirklich, wenn wir jetzt nach dem Podcast hier 5 Stunden im Studio arbeiten, einen geilen Track machen, kriegt es garantiert nicht so viele Klicks, wie wenn wir Girlie schreiben, wen wir alles ficken und welchen Bezirk wir zumachen. Ja. Ja, aber du hast auch viel zusammengearbeitet mit anderen Leuten. Also nicht nur Comedians, Carlito, Malito, du hast ja auch PA angesprochen zum Beispiel. Man hat viel mit Ali Bumay hier gesehen zum Beispiel auch. PA, Ali Bumay, ich war, ja, Mosch, genau. Schöne Grüße auch an die ganzen Jungs. Mit wem noch? Hatar, Haftbefehl, wer war denn noch alles da? Ich weiß gar nicht. Waren die Leute aber auch Leute, mit denen du privat zu tun gehabt hast? Oder hat man sich auch mal so einfach oberflächlich mal getroffen und was gemacht? Das privat eigentlich, da habe ich jetzt von den Rappern, sage ich mal, privat eigentlich nur mit Mosch und Ali Bumay zu tun. Ja? Also die wir jetzt genannt haben. So. Ja, okay. So, ansonsten gar nicht. Aber wie ist deine Connection zu dieser Szene? Mal abgesehen davon, dass du selber gerappt hast und so weiter. Aber bist du zum Beispiel mit Ali schon lange tight? Weil der war hier, der meinte, er kennt dich lange. Ali kenne ich schon seit über 10 Jahren. Bevor er Musik gemacht hat, bevor ich irgendwie Comedy gemacht habe oder Musik gemacht habe. Wie kommt das zustande? Ich weiß gar nicht. Durch einen gemeinsamen Freund war das, glaube ich, damals. Hm. Hatten wir uns getroffen so das erste Mal. Beide Palästinenser? Genau, ja. So, also durch einen gemeinsamen Freund haben wir uns dann kennengelernt und ja. Erzähl doch mal ein bisschen so von deiner Vergangenheit, wie du aufgewachsen bist, Kindheit, Bezirk, Schule. Kindheit. Ich habe 4 Geschwister noch. Vier Geschwister. Bin in Zehlendorf aufgewachsen, dann ja in Steglitz aber halt so unterwegs gewesen immer. War auch in Zehlendorf in der Schule, Leistikow, vielleicht kennst du die.
Ist nicht meine Ecke. Das ist nicht deine Ecke? War halt eine sehr bekannte Schule, Hauptschule gewesen. Ach so, okay. Ja, ja, war die Chaoten da, ja? Ja, ja, da, ja, da bin ich halt groß geworden. Und was soll ich dir erzählen? Ich habe viel draußen so, viel unterwegs halt, Straße gewesen immer so. Also jetzt nicht in dem Sinne Straße scheiße gebaut oder sonst was, war halt viel draußen gewesen, so, was man von der heutigen Jugend nicht so sagen kann. Hast du recht, auf jeden Fall. Aber es ist halt sehr auffällig auch, dass du, ich muss jetzt die Klischees bedienen, aber du sprichst halt sehr flüssig. Und ja. Sehr gutes Deutsch. Danke. So, also du bist eigentlich normalerweise für diesen Bereich sehr, sehr gut geeignet. Weil du kannst diese Kanackenschiene, die kannst du bedienen. Mhm. Ja, du kannst den nachäffen, das machen und dies und auch den Sonderli-Araber ein bisschen raushängen lassen. Mhm. Aber auf der anderen Seite kannst du auch ganz cleanes Deutsch reden und ich finde auch, du hast Schauspieltalent. Das muss man dazu sagen. Dankeschön. Also so für diese Comedy-Schauspielgeschichte, wenn man mit dir was mit Film machen würde, ich glaube, dass man mit dir gut arbeiten könnte. Ja. Das ja, denke ich auch. Man müsste aber, glaube ich, an die richtigen Leute rankommen, die da einen. Weil ich sag mal so, wenn Business, du jetzt meinst du? Im Business, ja, wenn du, ich sag mal so, wenn du jetzt in einem einen Film drehen willst und das mit nichts gegen Deutsche jetzt, aber mit Deutschen das Ganze machen willst, dann stellen sie den Kanaken so dar, wie sie den Kanaken gerne haben möchten. Ja. Und also, nicht so, wie er eigentlich ist, so, weißt du? Das alte Thema. Genau. So, das ist so die Sache. Also ich. Vier Blocks zum Beispiel hat das gut umgesetzt, sage ich. Wallah, ich hasse diese Deutschen. Wallah, ich hasse diese Deutschen, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Da haben auch viele immer reingequatscht bei vier Blocks. Also die Kanaken selber haben dann wahrscheinlich dann auch mal hier und da gesagt, natürlich. Guck mal, pass auf, so reden so die nicht. Und so sieht so und so sieht es aus. So. So, wenn du jetzt die ganzen anderen Dinge von früher anschaust, so, das hat ja gar nichts mit uns zu tun. Nee, gar nicht. Das ist auch so eine Umbruchphase wahrscheinlich jetzt gerade. Jetzt ja, so, ja, jetzt. Die Kanaken sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, auch wenn es einige Deutsche nicht so gerne gesehen haben. Es ist ja nicht so, dass man kann das ja nicht verallgemeinern. Man muss ja sagen, Deutschland war immer relativ gespalten. Die alten Konservativen, die wollten in der Entertainment-Branche dieses cleane deutsche Familienpublikum weiterhin bedienen. Genau. Aber mit dem Internet war klar, dass das nicht passieren wird. Ja, so wo YouTube gekommen ist, Facebook gekommen ist, dann irgendwann TikTok. Jetzt siehst du ja nur noch Kanackenkinder, die irgendwelche Clips machen. Die machen dann ihre Millionen Klicks und darauf haben die gar keinen Einfluss mehr. Naja, kannst du auch nicht mehr beeinflussen. Ne? So, aber der Markt ist da. Und die sind auch nicht dumm. Deswegen gucken die natürlich und denken sich, okay, deswegen kann ein vier Blocks ja auch überhaupt funktionieren. Oder was alles auch danach gekommen ist, ganz viel ist ja gekommen. Filme, Serien. Genau. Undenkbarer Scheiß vor 20 Jahren. Jetzt zum Beispiel der Film von Ratar jetzt auch zum Beispiel. Dieser Rheingold. Ach, habe ich Karten bekommen für, ja, geil. Ja? Hast du geguckt? Noch nicht. Wollte ich mir auch noch anschauen. Ist schon draußen, ja? Ist schon draußen, ja. Also ich glaube, der ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, der ist jetzt gerade auf Platz 1 in den Stream, ne? Kino sogar. Ja. Okay. Ich dachte, Kino ist toll. Also Ratar gibt da auch immer auch mit so eine Blueprint, wenn der mitmacht in dem Film. Also ich habe zwei Filme von ihm gesehen, sind beide Baba. Ich habe nur das eine da gesehen, das der Coup hier mit Haftbefehl. Das habe ich gesehen. Das habe ich sogar im Kino damals gesehen. Familie? Genau, den habe ich auch gesehen. Der Schwarz-Weiß-Film, war? Richtig. Mit, genau, den, der war ja auch auf Netflix. Den habe ich auch gesehen. Bei mir war auf Netflix, ja? Ja, auf Netflix, ja. Wir, mit dieser, worauf ich hinaus wollte mit dieser Schauspielgeschichte und so, ist, eigentlich normalerweise wären Leute wie du und auch ein Ali, ganz viele andere, ich könnte jetzt viele Namen nennen, die Leute wissen, was ich meine, wären zum Beispiel völlig prädestiniert für eine deutsche Kanaken-Sitcom. Dass keine Sau bisher da auf die Idee gekommen ist oder dass es gescheitert ist an irgendwelche Bürokratie, da stecke ich nicht dahinter, weiß ich nicht. Aber das wäre doch eigentlich völlig überfällig, Bruder. Ja, natürlich. Völlig. Ja, natürlich. Ist so wie Deutschrap-Radio. Warum gibt es kein Deutschrap? Also, weißt du, das hätte vor 10 Jahren schon stattfinden müssen. Genauso wie diese Sachen, die ich jetzt gerade hier anspreche. Die Sache ist, Deutschland wo ist unser voll, Ice Cube? Ja, Deutschland hinkt voll hinterher. Warum gibt es nicht irgendwie eine Fraktion, die sich zusammentut und sagt, ey, weißt du was, wir müssen das Friday von damals sein, wir müssen das Def Comedy Jam von damals sein, wir müssen von mir aus Martin Lawrence Show sein oder Fresh Prince, wie auch immer, spielt keine Rolle, weißt du so? Ich weiß nicht, woran es liegt, warum es nicht kommt, aber sollte definitiv mal, wird langsam Zeit. Ja, längst überfällig. Also, Dicker, wenn du überlegst, was für Talente da draußen rumrennen. Ja, Mann. Ich kann mir auch vorstellen, wenn es dann kommt, dann ballert's, dann kommt es wie Berlin-Rap, auf einmal pack. Okay. Wird auf jeden Fall ballern. Ja, Mann. So, weil das Publikum ist ja da und die Schauspieler oder Actor oder Entertainer sind ja da, weißt du? Es fehlt nur jemand, der das mal in die Hand nimmt, das Ganze. Ja, wenn man sich mal anguckt, wenn ihr da draußen seid und das hier seht, dann kümmert euch drum. Reicht langsam. Wir wollen das. Was wollen wir machen nochmal?
Wir wollen auf jeden Fall eine Menge Geld verdienen, damit Boogie öfter in den Puff gehen kann. Ich will es ausgeben, ich will es ausgeben. Ich bin, keiner kann so gut den Vorschuss verballern wie ich. Ja, wie so hast du den Verarge? Ich will es gar nicht wissen. Nee, das war in Amerika kommen jetzt zum Beispiel Russell Simmons damals. Russell Simmons, ja. Ich habe voll viel fettes Geld, ich bin in der Industrie und dies und das und ich bringe jetzt schwarze Komödie in die Mitte der Gesellschaft. Also die Leute, die was erreicht haben, sind meistens natürlich viel, viel interessanter als die Leute, die eine Idee haben, aber jetzt keine Kohle in der Tasche oder keine Industrie-Connections. Ich glaube, Deutschland ist auch zu prüde für das Ganze. Also wenn du dir Def Comedy Jam anschaust, wie die da geredet haben und welche Leute da im Publikum sitzen, kannst du nicht mit Deutschland vergleichen. So, weißt du, das ist so. Aber heutzutage würde es schon langsam gehen. Ich meine, guck dir Felix Lobrecht seine Sachen an, der ist teilweise sehr unkorrekt politisch. Ja. So, ich frage mich auch immer, wie Felix das hinbekommt. Ich habe mir aber einen anderen Gedanken gerade. War mit mir bei der MMA-Veranstaltung letztens, er redet darüber oft. Ich sehe da von der einfach keinen Unterschied, wenn ich eine amerikanische MMA-Veranstaltung im Fernsehen sehe, außer die Masse. Wenn ich einen gut produzierten Song von B höre oder von meinen Jungs, von Arzt, dann ist der auch nicht schlechter als ein gut produzierter Song von Luke. Und ich glaube aber, Deutschland hat ein riesiges Problem halt, was B immer sagt, diese ganzen Dörfer halt, dass es in ganz vielen Städten nicht so ist wie in Berlin, weil die Dörfer so eine große Rolle spielen und viele lieben NWA und hassen Kanaken, wa? Jetzt ehrlich, also meinte ich auch so ein bisschen, dass manchmal oft wie bei Deutschrap, dass da bestimmtes Klientel nicht so gern gesehen ist, aber vielleicht sehe ich auch wieder schwarz. Gibt's bestimmt. Ja, natürlich, also braucht man gar nicht drüber reden. So. Natürlich ja, weil dann kommt ja auch nur so ein bestimmter Ton, so wird ein Mann gebracht, wie die Straße redet und manche fühlen sich dann doch gestört. Ich muss auch sagen, ich glaube, bei 4 Blocks ist auch ein Unterschied. Ich glaube immer wieder, ich bin ja der einzige Bio-Deutsche hier am Tisch, dass es auch ein paar Hater gucken, also ganz safe. Das gucken auch irgendwelche Arzt in Bayern mit einem vielleicht ein Kreuz auf der Brust und sagen, ja, kick dir die an, das sind sie, also, ne? Ja, wo ist denn 4 Blocks? Was sagst du? Wo ist 4 Blocks? Alle reden vom 4 Blocks, ist ein paar Jahre her. Ist ein paar Jahre her. Wo ist der Rest? Sollte da nicht normalerweise jetzt die Tür aufgebrochen sein? Ja, sollte natürlich. Da, bitteschön. Ja. Jetzt kommt Criminal. Ich habe das, wie gesagt, wer das Drehbuch haben will, ich verkaufe für 1 Euro. Criminal? Ja. Hast du ein Drehbuch geschrieben? Nee, ich habe das Drehbuch zu Hause. Also die haben mich immer wieder gecancelt. Was ist Criminal? Criminal ist eine neue Serie, bald bei Netflix. Kinder macht mit Freddy Lau. Also das ist das Ding, wo die dich rausgeworfen haben? Ja. Ach so. Okay. Mit Grund auch. Applaus dafür. Ich war so auf dem Weg zu sehen. Und auf jeden Fall, ich habe ja bei der Fortsetzung von 4 Blocks auch mitgemacht, bei Para. Das war natürlich nicht so heiß wie 4 Blocks, aber war eine Menge Budget da. Und ich glaube, die letzten Jahre haben viele auch nicht gedreht wegen Corona. Die haben mir gesagt, der Set ist fast 3-mal so teuer wie sonst. Okay. Weil überall, ich weiß es nicht. B, was mit eurem Film, der geplant ist? Ich habe deinen Film zum Beispiel auch gesehen hier, was du da mit dem Album da, also das war auch geil. Ja, wir haben uns bestmögliche Mühe gegeben mit 700 Euro. Hast du meinen Film gesehen, Achi? Nein, leider nicht. Bist du auf bei YouPorn, wa? Das war eine Ratte. Das ist ja normal. Nee, wir haben ein bisschen was immer einen Hops, ne? Ja, so, das ist so sehr. Ich rede auch nicht mehr mit ihm. Nein, so Spaß. Das ist meine Freude, euch Liebe zu zeigen. Nein, ich weiß doch. Nee, wir haben eine geile Serienidee, aber. Also ich habe mit Mohamed Chachour habe ich zusammen eine Serie geschrieben, also so ein Konzept. Mhm. Sagen wir mal so, aus politischen Gründen werden wir nicht so oft eingeladen zu Businessgesprächen. Ansonsten hätte das Ding auf jeden Fall, denke ich mal, mieses Potenzial. Ey, am Ende des Tages, ich habe mich einfach damit abgefunden, weißt du. Kritik, wenn man sich so fragt, so warum sind die deutschen Comedians immer noch so scheiße? Also du guckst ja einfach Def Comedy Jam von 93 an und die rasieren einfach 2022 komplett. Ja. Wenn du dir das so anguckst, so, dann denkst du dir, aber gut, es hat auch vielleicht was damit zu tun, dass die Leute gar nicht wissen, wie krass die waren, weil die einfach kein Englisch können. Jetzt kommt eine neue Generation, die alle sind am Denglischen und so. Und was ist Denglisch? Das ist Deutsch-Englisch mischen. So, die aktuellen Kids, die sagen Cringe-Minch und so, die reden schon voll viele englische Wörter. Das ist ganz anders als unsere Generation. Excuse me? Wir haben 2000. Aber ich kann mich erinnern. Okay, Bruder, das ist so Next Level, das ist was anderes. Aber okay, unsere Eltern haben schon geschimpft, dass wir das auch machen. Du hast gerade literally unterbrochen, Bruder. Literally. Das ist diese Fraktion. So, excuse weißt du? Me? Genau. Aber ihr werdet lachen, B, das hat schon meine Mama gesagt. Und im Prinzip hat sie ja recht, ganz viele amerikanische Wörter. Recht, Bruder, basically. Ja. Sie hat basically recht. Nee, das aber das hast du auch jetzt in arabischen Ländern. Also, Englisch? Ja, in Libanon zum Beispiel. Sag mal ein paar Sätze. Also, die Redensatz, was soll ich dir,
Wie sag ich dir das? Shawarma mit Sauce. Ja, so zum Beispiel. So wenn Hamilli Shawarma mit Garlic Sauce. Mit Garlic Sauce. So, Garlic Sauce. So, weißt du, Applaus für die Araber. Kulturelle Aneignung vom Feind, sagt man dazu. Ja? Wer ist eigentlich der breite Araber, mit dem du manchmal Sketches machst? Der kommt mir auch bekannt vor. Aber richtiger Haiwan, so ein richtiger breiter Monster. Mit Bart. Ja, mit Bart. Abudi. Abudi? Genau, Abudi. Der macht auch Mucke. Ach, der macht da. Vielleicht habe ich ihn daher mal gesehen. A und B, du musst dir mit Barry hast du auch viel gemacht. Mit Barry, ja. Also Buddyformers. Genau. Seid ihr eigentlich alle noch gut miteinander? Da gab es noch Quattro Formaggi. Quattro Formaggi, ja. Da gab es intern so ein paar Schwierigkeiten. Da habe ich gehört, da gab es Ärger. Da hat Ali was erzählt. Aber genau. So sonst bist du mit den Leuten ich noch fett? Ich hab mit niemandem ein Problem, Dicker. Okay. So. Das ist doch gut. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte mit der ganzen Nummer war Folgendes. Wenn man immer sagt, die sind nicht so gut, dies, das und hier und da. Es nützt nichts zu kritisieren, finde ich, wenn man nicht einen Vorschlag bringt. Ja. Ich mag immer nicht die Leute, wenn die sagen zum Beispiel, ey, was wollen wir heute essen? Ja, egal. Okay, dann mache ich das und das. Nee, nein. Das nicht. Guck mal, die Sache ist aber, guck mal, das ist genau das Ding, was du gerade gesagt hast. Du musst einen Vorschlag machen. So, dann machst du den Vorschlag und dann wird einfach von den 100%, die du da gerade vorgeschlagen hast, werden 90% verändert. Weißt du, wie ich meine? Das ist wieder Industry-Shit halt. Ja. Ne? Ja. Deswegen, aber es ist ganz gut, wenn man sagt zum Beispiel, du, pass auf, ich habe da jetzt aber eine Vision. So. Weißt du? Ja, gut, es ist alles mit Geld verbunden, muss man dazu sagen. Ja. Weißt natürlich, du? Es ist nichts umsonst. So, es kommt von nichts kommt nichts. Ja. Da haben die Deutschen ein gutes Sprichwort in den Raum geworfen. Wenn man sich mal so anguckt und sagt so, weißt du was, die Art und Weise, wie ihr Musik macht, das ist mir zu langweilig, das hört sich alles so gleich an. Ja, dann macht doch eine Sache, die sich nicht so gleich anhört. Ja. So, das wäre der erste Ansatz. Okay. Ja, wenn man sagt zum Beispiel, Comedians hier in Deutschland, ist nicht so geil, dann mach eine geile Comedy-Show. So, weißt du, Kamera kriegst du heutzutage überall, mach auf YouTube rauf. Ja. Zum Beispiel. So dieser Ansatz, der ist auch wichtig, dass man selber mal einfach so die Eier in die Hand nimmt und ein bisschen mit gutem Beispiel vorangeht und einfach den Leuten auch eine neue Perspektive bietet. Ich glaube, da ist dann diese Community-Losigkeit hier in Deutschland dann auch so ein Problem. Die Leute arbeiten nicht gerne miteinander, die arbeiten gerne gegeneinander. Das ist der Punkt. Genau das wollte schade ich eigentlich sagen. Erstens das und zweitens ist es wird auch irgendwie alles immer nur imitiert oder kopiert oder sonst was. So, weißt du? Also als der Hype kam mit diesem Autotune und weiß ich was, hat das jeder gemacht und es läuft bis heute noch. So, weißt du, also keiner bleibt irgendwie seiner Linie treu oder macht ein komplett anderes, so weißt du, geht eine andere Schiene ein oder sonst wie, so weißt du, also es wird immer einfach nur alles kopiert, so. Was ist deine Meinung so zu der Rap-Szene? Du bist jetzt auch nicht der größte Freund von allen Sachen, aber du bist dabei, du konsumierst, du guckst, du schaust. Ich konsumiere, ich gucke, ich schaue, so, aber eher weniger. Also ich bin eher Oldschooler, sag ich mal. Ja. Meinst du, dass das drauf hat, B? Ja, ich habe ja ein paar Sachen gehört, aber nur Comedy. Aber die Frage keine ernsten Raps, oder? Ja, da weiß, also wenn er Gangster-Rap, ist es Gangster-Rap, ist Straßenrap. Manchmal sehe ich es gar nicht als Comedy. Ja. Aber ich fand halt ganz verblüffend, das macht er oft. Aber macht er im Jamaikan, einmal Japanisch, meines Erachtens. Das ist sehr geil. Vielleicht mal auf Japanischen, kein Freestyle, gegen B und mich, kriegt ja keiner mit. Nachher, wenn Kamera aus ist. Jetzt hast du ihn den Spotlight gerade so ins Gesicht gedrückt, ihn genötigt. So. Nee, fand ich mich mega geil. Dankeschön, danke dir. Ja, wir müssen mal gucken. Wir haben so eine kleine Show zum Beispiel vor, jetzt. Mhm. Ich habe das gut vorbereitet jetzt gerade, in eigener Sache. Mal wieder, ganz schlau. Gefickt eingeschädelt. Rest in Peace, Mirko Nonchev. Wir haben eine Show zum Beispiel vor, wo wir eröffnen wollen mit Musik. Mhm. So, weißt du, dass man so ein paar gute Laune, die ganz schmettert, damit das Publikum anwärmt, so quasi so. Dann wollen wir das mischen mit hier Real Talk. So, das, was wir hier gerade machen mit einem Gast und so weiter, aber auf einer Live-Bühne. Und zwischendrin gibt es noch ein bisschen Stand-Up. Und das Ganze geil. Gemischt mit zum Beispiel beste Grüße an die Lunatics, an Sardar, mein Bruder, der, wenn ich den anrufe und sage, ey, ich schicke mir 2, 3 Tänzer und so weiter, einfach zum Hypen und so ein bisschen 5 Minuten Stimmung machen zwischendrin, während die Bühne neu aufgebaut wird, keine Ahnung was. So mal Entertainment reinbringen, weißt du? Ja. So, und das ist halt so, das klingt wie ein Mammutprojekt. Aber es ist ganz ehrlich, das ist leicht umzusetzen. Es ist eigentlich normalerweise, man kann es umsetzen, aber man braucht natürlich eine gewisse Vision und man braucht ein bisschen Geld, man braucht diese ganzen Sachen. Und ich frage mich, warum muss ich das machen? Warum muss ich das machen? Guck mal, ihr seid doch so reich da draußen, ihr macht doch so viel Geld, ihr habt so viele Möglichkeiten, die Plattenfirmen lecken eure Eier, die großen Konzerne, die lecken euren Arsch, die küssen von oben nach unten, nicht nur eure Lippen, weißt du so? Ja. Das ist halt das Ding, warum kommen diese Leute alle nicht aus ihrer Komfortzone raus und machen mal was Spektakuläres? Wir haben wirklich original, glaube ich, 15, 20 Jahre gebraucht, bis unsere Rapper nicht mehr mit einem Backup und einem DJ auf die Bühne gegangen sind.
Wo die Amerikaner schon Up in Smoke Tour 1999 ja. rausgebracht haben, da ist Bushido noch so hin und her gelaufen mit seiner Alpha-Jacke. Yo, yo, unser DJ hat gescratcht vor 5.000, 6.000 Leute, Bruder. Was hast du gemacht? Konntest du nicht ein paar Pyro-Effekte dahin machen, ein Dings hier aufhängen, irgendwie so ein Monitor, wo du einen Film vorher gedreht hast oder irgendwas? Ja, irgendeinen Lowrider reinbringen, mach doch mal, Bruder, irgendwas, ja? Ich weiß, was das ist meinst, das, was ich mir, was das mir war, fehlt. Das war, was ich gerade meinte, dass wir ein bisschen hinterherhinken. So. Ja. Kreativität ist ja. ein bisschen... Prüde. Die Leute haben sich damit abgefunden, den 15. Dönerladen auf der Oranienstraße aufzumachen. Ja. Weißt du, was ich meine? So, über den Tellerrand gehen sollte nicht meine Aufgabe sein. Wir haben diese Möglichkeit nicht. Wir werden von Plattenlabels boykottiert und von den Medien gefickt, Bruder. Ey, ist so krass. Ja, sowieso, Bruder. Wir sind Staatsfeind Nummer absolute Eins. Verklag gerade Bushido, weil er den Titel ja genommen hat. Ich bin das seit 30 Jahren. So, ein auf den. Aber halt so, weißt du, für uns ist es ein mieser Hustle, sowas auf die Beine zu stellen. Ja. Für die wäre das so hier. So, zack, bam, Team mal. Kommt. Ja. Weißt du so? Aber wir werden es trotzdem machen, Bruder. Wie B sagt, Applaus für uns. Ich wollte noch mal sagen, auch gerade das, bei Film, ja. Und du bist mit dabei, hoffentlich, Bruder. Ich bin dabei. Hammer. Ich bin auch dabei. Und auf jeden Fall, dann, ja? Ich denke mir, bei Film auch, wir konnten ja unsere Alben stanzen, wir Independent-Atzen. Aber halt so ein Film hat halt, glaube ich, auch so ein riesen Budget. Das wollte ich auch noch mal wirken lassen. Ich merke das immer, wenn ich halt, wenn ich ein Gefängnis brauche oder so für ein Video und irgendwo anrufe, was die manchmal, die sind so verwöhnt, sagen die auch, durch die Filme, durch die Etats. Und als ich mit dem Film gearbeitet habe, zum Beispiel, als ich für ZDF oder MTV mal gearbeitet habe, da wird an der Produktionsort, da wird ein Geld verballert, für zum Teil Nonsense, ohne jetzt Scheiße zu reden. Also, deswegen drehst du Pornos jetzt, sag doch einfach. Natürlich. Ja, aber das ist ja auch independent wieder. Anlauf anstatt Berg. Ja, weil komm, wir drehen jetzt diesen Porno für euch. Wir haben uns nicht mal können wir über was anderes reden? Wir haben uns nicht mal den AIDS-Test geleistet, weil wir kein Geld hatten. Der kommt bald online. Themawechsel. Anlauf statt Bergcreme. Abo Eib? Ja, sehr Eib. Abo Eib? Ist schon in den Startlöchern. Guck mal, wozu ihr ihn gezwungen habt. Er hat die ganze Zeit versucht, euch alles zu geben. Betonung auf Startlöcher. Er hat geblutet. Ja. Er hat geschwitzt. Er hat geweint auf seine Texte. 20 ja. Alben hat er rausgebracht. Keinen Respekt habt ihr gegeben. Jetzt Why muss er you Pornos drehen. So bad. Was ja. 20 Alben schon? Ja, 30 Releases, 10 Solo-Alben. Krass. Ja, ja klar. Ja. Krass. Wir haben letztens einen Ausschnitt von seinem Dings hier Film gezeigt. Die ja, Leute klar. denken, wir machen Witze. Ja, ja, klar. Ich will davon nichts sehen, nichts hören, gar nichts. Nein, und ich sag dir, jeder, der sich beschwert, wartet ab. Soll ich mal fragen, wie oft er mein Album gekauft hat? So sieht's aus, Alter. Oh Mann, Alter. Nee, ey, kommen wir mal zu den schönen Dingen des Lebens. Yes. Was ist denn in nächster Zeit bei dir geplant, Bruder? Hast du irgendwelche Projekte, jetzt wo du sagst, du bist in letzter Zeit ein bisschen faul geworden? Ist ja schade. Also es sind Projekte, sind da, sind auch Sachen schon so... Wie sagt man, schon ja, geplant? In den Startlöchern. Geplant, in den Startlöchern. Ich warte nee, eigentlich nur auf ein Go. So. Von mir. Wie sehr. Was dann? Geiler Spruch, ich warte auf ein Go von mir. Bester Mann, Achim, der Entertainer. Geil. Kommt da noch einiges so auch mit den altbekannten Leuten, mit denen du viel zusammengearbeitet hast? Ist da mit Ali was geplant, mit Kalito und so weiter? Geplant jetzt nicht. Also mit Ali habe ich eine Sache geplant. Wie hast du denn sein Umfeld eigentlich damals wahrgenommen? Warst du da mit drin statt oder dabei? Wenn du sagst, du kennst dich schon 10 Jahre, hast du diese EGJ-Zeit mitbekommen? Nein, du gar nicht. Mit gar Bushido, nicht. Mushido nee, warst gar du gar nicht involviert, ne? Nichts, warst du da so Außenstehender? Hast du das alles verfolgt? Ich interessiere mich für Deutsch-Rap, sage ich mal, auch erst, also gar nicht so lange, sage ich mal. So. Ach wirklich, ja? Ja, ich habe nur amerikanisch gehört. Nur. Was war da so der amerikanische Background? Was waren die Sachen, die dich, war das so Standard, Tupac, Snoop, Biggie? Oder? Wu-Tang, Onyx, DMX. Oh, Onyx! Ja. East Coast. Mehr East Coast. Mehr East Coast, ja. Okay, krass. So. Ich war auch auf dem Onyx-Konzert. Ah. Hier in Hamburg war das. Ah, krass. Vor ein paar Jahren. Mein erstes Konzert war Onyx. Ehrlich, ja? Das erste Konzert. Und da haben sie ja die Kanaken von uns, den Jay Master Jay, den Sticky die Mütze geklaut. Ehrlich? Dann kam Jay Master Jay auf die Bühne, hab ich schon öfter erzählt. Und hat gesagt, dann kam Sticky auf die Bühne. Without Sticky's Cap, no Boss, no Run DMC, show's over. Er war richtig sauer. Es Alter. Ging 10 Minuten. Das war aber ein volles, war glaube ich, Huxley's neue Welt. Ja. Und dann kam Jay Master Jay, sagte, dass das eine Lokalgröße ist und der sein Cap wieder braucht. Und Onyx gehe ich auf jedes Konzert. Ich bin ja auch sehr gut mit den Snowgoons. Die produzieren ja, die. Snowgoons, und ich liebe auch. Onyx, liebe ich. Und auch Berliner Jungs, oder? Snowgoons, da, die sind auch so im Stuttgart über den Globus verteilt, Amerikaner. Ja. Genau, und Onyx liebe ich ganz krass.
Auch nichts. Ja, aber gute Jungs, die machen krasse Sachen. Ja, ganz krass. Die haben diesen, also die Snowguns meinte ich jetzt. Onyx auch, aber Snowguns auch. Snowguns können diesen New Yorker Grimy Boom Bap Style sehr gut produzieren. Ja, die haben auch tolle Aufnahmen auf der Datei, Baby. Ein paar alte Aufnahmen von Snowguns. Haben die nicht auch Jedermind? Ja. Jedermind Tricks? Alle diese Leute. Snowguns. Kenn ich, aber habe ich nicht gehört. Das ist nicht meine Abteilung. Meine Matrix, meine Materie. Bist du eher West Coast, wa? Nee, aber so Jedi Mind Tricks und so, das war, hat man hier und da mal gehört, aber ich kenne jetzt nicht viel von denen. Vielleicht muss ich da ein paar Sachen nachholen. Okay. Ihr hört da sehr gerne. Aber was wie Jero the Damager und so weiter, kennt man, habe ich nicht sehr gehört. Afro-Ra kennt man, hat man nicht so viel gehört. Es gab so eine bestimmte Abteilung, Mos Def und Carmen und so weiter. So. Das war nicht mein New York. Mein New York war auf jeden Fall... Eklig, so, weißt du? Ja, sowas so. Pun auf jeden Fall, 100%. Cool G Rap war der Motherfucker überhaupt. Auch Nas, AZ, The Firm und so weiter. Kennst du Nine? Nein, Make or Take. Make or Take. Songs, Alter. Und I still feel like a slave, my word, my skin's dark like a... Was auch immer. I gotta make some. Von Ender, Lieblings. Voll krass, Digga. Also wer Nine, Make or Take nicht mitbekommen hat und New Yorker Boom-Bap-Fan ist, der hat mies was verpasst, Alter, Digga. Unfassbar. Ja, Snowguns machen jetzt zum Beispiel Nine. Ja? Ist Nine wieder da? Der ist die ganze Zeit da, aber keiner kriegt es irgendwie mit. Okay, ja, das ist voll oft mit diesen alten Größen leider so. Ne? Der Jared the Damager fährt hier Fahrrad. Nein, hatte eine ganz krasse Geschichte. Da war nämlich ein Bekannter, hat angeschrieben wegen Vertrieb und wurde sein Album gebootleckt und der war Jahre auch weg. Und Snowguns machen ganz viel, diese Leute. Die sind auch viel in Amerika. Die haben von ZX bis alle. Jedi Mind Tricks, Cool G Rap, M.O.P., Endlose Geschichte und auf B's Frage. Wu-Tang natürlich. Genau. Wu-Tang war mein erstes Konzert, glaube ich. Jedi Mind Tricks, Baby ist zum Beispiel meines Erachtens auch Indie. Wie heißt der, den du so magst? Winnie Pass zum Beispiel. Winnie und Dahl hört die sehr gerne, weil die flowen so wie Pan, ein bisschen so dieser East Coast Style. Ja, Baby, nur die sind oft so politisch auch und mit Verschwörung. Genau, das ist das Ding so. Was die Leute bei mir halt so sehr wundert, ist, dass ich genau diesen Rap überhaupt nicht leiden kann. Weil die sagen immer zu mir so, die denken immer, ich bin Immortal Technique und so, ich höre Eazy-E, Bruder, ich höre nur so Gewaltsachen. Also ich bin hängen geblieben auf Gangster-Rap, von was amerikanischen Rap angeht. Big Pun, wie gesagt, Cool G Rap und so weiter, das war mein New York Abteilung. Rugged Man auch nicht? Rugged Man? Nee, auch nicht. Rugged Man? Na gut, Rugged Man ist ja nicht politisch. Oder MF Doom und so ein Zeug, das war nicht mein Ding. Politisch, aber so. Rugged Man, weißt du, was Rugged Man gemacht hat? Rugged Man kennst du auch, mein Baby? Der war in Berlin eine Zeit. R.A., ne? Ja. Der ist mega lustig. Und der hat ja damals, so ist die Mythe, er hat es auch nie dementiert, der hat ja den deutschen Song, die haben, glaube ich, die Snowguns produziert. Danke für diesen tollen Track. Ein deutscher Song mit Rugged Man. Ja, der hat mit Savage und... Ja, Savage ist auf die Hook. Sammy Deluxe, glaube ich. Ja. Ja, hat dann einen Song gemacht. Er hat ja, ich glaube, Rugged Man hat auch wie M.O.P. eine Babymama hier in Deutschland. Und Rugged Man hat mal, glaube ich, vor... über 15 Jahren oder vor 20 Jahren sich auf einmal 20 Vorschüsse geben lassen, ist die Mythe. Lecker. Und war abkassiert. Hat er weggeballert, wie du dann. Ja. Rugged Man hat ja seinen Verstand komplett verloren gehabt, dann war der auf der Straße, dann kam der so zurück. Und ja, der ist ja auch, glaube ich, halb Deutscher oder zum Viertel Deutscher. Oder der Arme. Ja. Ja. DMX natürlich auch, Rest in Peace. Ja. Eins der besten New York-Alben ist für mich immer noch It's Dark and Hell is Hard. Natürlich. Zu crazy auf jeden Fall. Berlin ist New Yorks kleiner Bruder. Wenn ich mein Metropolis-Album rausbringe, Februar, März irgendwo, sind 70-80% ist es auch Boom-Bap-lastig, aber orchestral, also ist ein bisschen eigener Flavor. Ich werde wirklich versuchen, einen Traum wahr werden zu lassen. Ich brauche unbedingt einen Cool G-Rap-Feature, Digga. Oh, Baby, Cool bitte. Cool bitte. Wenn ich Cool G-Rap darauf bekomme, dann ist alles gut. Alles gut. Zeig ihm, wie du auf Prodigy Beats rappst, da macht Cool G Rap das. Ich schicke ihm das Album, ich lasse ihm das zukommen und dann sage ich zu ihm, Bruder, pass auf, hör einfach noch rein und es wäre mir eine Riesenehre. So, ich habe ja auch einen Remix mit Cool G Rap, das ist für mich das Größte, ja, einen Remix mit Cool G Rap zu haben, genau. Und das, jetzt habe ich den Faden verloren, weil diese Namen, die höre ich nur und Glücksgefühle kommen hoch. Oder most underrated MC aller Zeiten ist Cool G Rap. Ja. Also vor allem aus New York. Und dann kommt dahinter direkt AZ. Ja, direkt. Genau. Von Cool G Rap war doch auch das, wie hieß denn das Lied nochmal? Ill Street Blues. Ill Street Blues. Das war auch von ihm, oder? Ja, kann sein. Ja, vom 456 Album meines Erachtens. Ja. Ich habe sie alle auch damals großartig, das DJ Polo Album mit Keep It Swinging. Das ist mein Lieblingssong von ihm. Das müsste ich hören, der Name sagt mir gerade nichts. Aber ich kenne viele Sachen so vom Hören halt. Ich habe auch eine großartige Nachricht, was Boom Bap angeht. Mein geliebter Onkel und ich sind bei dem Bruder Gringo auf sein Album. Das hat, glaube ich, morgen... Hey. Applaus an Gringo, der so ein geiles Feature sich geholt hat. Das ist jetzt gerade rausgekommen.
Jetzt oder nicht? Jetzt, ich wollte sagen, wo gerade rauskommt. Stimmt, am 4. Klar. November. Ja. Und ein ganz krasser Boom-Bap-Rap-Baby mit Onkel und Mia. Ja, aber ich bin auf jeden Fall in nächster Zeit öfters bei solchen Sachen mit am Start. Ich bin bei Mosenos nächstes Ding mit am Start. Das ist so ein Boom-Bap-Teil. Ja. Dann habe ich eine Kollaboration mit PA demnächst. Dann habe ich eine Kollaboration demnächst mit BK. Alles so Leute. Props. BK ist Blut und Kasse. Blut und Kasse, richtig. Ja, das sind so, ja, Mann, das sind so Leute, die können diesen Style. Ja, Mann, das, ich finde es auch ehrlich gesagt traurig, dass diese ganze neue Sache so überhand nimmt, so. Hier dieses, aber ich bin der Meinung, es kommt wieder Boom Bap. Das kann sehr gut sein. Also ich finde, dass wir genug Leute haben und genug Markt. Man kann alles, was gut ist, könnte man machen. Der Fokus, wie du gerade gesagt hast, ist zu sehr teilweise auf Sachen, die einfach auch scheiße sind. Ah. So. Also alles, was neu ist, ist nicht immer gut. Und alles, was alt ist, ist auch nicht immer gut. Ja, ist normal, natürlich. So. Aber Sachen, wenn sie gut sind, sind sie gut. Letzte Hey-Single war gut, fand ich. Ja. Also so was Boom Bap angeht, hat das Ding gut rübergebracht. Und der hat auch seinen eigenen Markt. Der hat ja auch ganz viele Klicks gemacht und so. Geht doch. Ist doch okay. Ich liebe Morlock-Dilemma bei Boom Bap. Diese krasse Stimme, dieses verzogene und also verzogene. Der hat auch gut drauf auf diesem Boom Bap-Scheiß. Morlock-Dilemma, so Eastside-Bruder, richtig stabil. Ganz abstrakte Stimme, macht er richtig gut. Und es gibt auch aus Berlin eine Crew, auf jeden Fall Shaka One ist der Rapper von denen. Mhm. Aber vor allem der Produzent, also die Produzenten, da sind mehrere Produzenten, aber die machen das wirklich so unfassbar authentisch. Ja. Also da auch nochmal Respekt auch an die Leute, die diesen Boom Bap-Scheiß auch gut produzieren können. Und die Produzenten kriegen natürlich immer am wenigsten Schein. So. Stimmt, Shaka ist von Bombas Umfeld, wa? Ich glaube ja. Ja, ja. Warst du damals auch auf Rap City Berlin? Ja, bei Teil 1 schon. Teil 1, ne? Oh, da hatte ich noch Haare. Lange her. Das ist der Beweis, lange her. Warst du auch schon bei Platz 1? Nein, nein, mein Bruder war bei zweiten Teil. Leiblicher Bruder? Ja, ja, mein. Wie heißt der? Hat früher Musik gemacht, Zyklon Beats hießen die. Zyklon Beats, kenne ich die alles. Das kenne ich irgendwo, ja. Aber die waren in Neukölln, wa? Ja. Ja, kenne ich. Größer Zyklon Beats. Ja. Krass, ja, ja. Das ist mein älterer Bruder. Ja, ja. Wir sind schon Rap-Opas. Ja. Krass. Wer auf Rap City Berlin 1 war, ist Rap-Opa. Krass, also überleg mal, wer da war. Und Aziope war bei Rap City 1 schon alt. Aziope war bei Rap City 1 schon alt. Ja, Mann. Macht er noch Musik? Oder ich habe ihn, wie gesagt, letztens im Chat gefragt, ob er im Recall kommt. Da habe ich Ficker gesehen. Rap hat nie was gemacht. Ich zahle 1 Million für denjenigen, Schuldschein für denjenigen, der Aziope hierher bringt. Ja, Mann. Krass. Ja, Mann, gut in den alten Zeiten geschwelgt. Du hast heute leider nicht so viel Zeit, Bruder. Leider. Ja, aber ich komme gerne wieder. Macht auf jeden Fall Spaß. 100%. Ja. Vielleicht können wir mal so ein Comedy-Special demnächst machen. Auch noch mit einem anderen Comedian. Ja. Dann können wir noch mal tiefer in die Materie von der Vergangenheit gehen. Ich wollte jemanden mitbringen heute eigentlich, aber der hat es leider nicht geschafft. Wollen wir noch mal Reggae-Jam für mich? Oder machst du es nicht gerne? Ein bisschen Reggae-Jam? Machst du so krass Reggae? Die Pana Kuan Lette Pana, ja. Bugda Bugda Bugda. Alalalala Long. Ich rauch gern Bong. Abong. Abong, abong. Besser kann man die Sache nicht beenden, denke ich mal. Ja. Rest in Peace, Klabauter, Mann. Der beste Reggae, den wir hatten auf Deutsch. Rest in Peace, Klabauterbach. Ach nee, der lebt ja noch. Ja, schade. Ja. Kann man nicht tauschen? Egal. Alles klar, Bruder. Jetzt. Dann checkt auf jeden Fall den Bruder Achi, den Entertainer, ab. Ja, auf TikTok, TikTok und abonnieren und Glocke. Ihr kennt den ganzen Scheißdreck. Ja? Und hoffentlich kommen wir demnächst bald zusammen und machen was Geiles miteinander. Auf jeden Fall. Und mir war egal, was der Wettermann sagt. Ja, tata, es war ein guter Tag. Badam, badam, alalalong. Mir war egal, was der Wettermann sagt. Hier war die Straße, keine Frage. Wiedersehen. Ich hoffe, du kriegst im Jahr Schläge für den Wurf.